wild woman. Remember, remember, remember your soul. Wild woman. Awaken, awaken, awaken the soul. Wild woman dance, spiraling the spark. It moves through your body from earth below. Feel the fire burn deep within your heart, igniting the passion. You let yourself go. Wild woman, remember, remember, remember your soul. Wild woman, awaken, awaken, awaken the soul. Wild woman, sing, howling in the dark. Your song is your body, the rhythm, your flow. Release everything held within your heart, expressing your truth as you let yourself go. Wild woman, remember, remember, remember your soul. Wild woman. Awaken, awaken, awaken the soul. Wild woman, remember, remember, remember your soul. Wild woman, awaken, awaken, awaken the soul. Awaken, awaken, awaken the soul. Awaken, awaken, awaken the soul. Guten Morgen, ihr Wild Women. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Livestream. Ich sehe eine 3 bei der Anne. Das darf sich verändern. I make you wild today. Also sehr schön. Ich sehe aber auch eine 7 bei der Nelly. Wie wild fühlst du dich heute? Ich bin heute im Wild Woman Outfit. Ganz klar wild bei einer 10. Ich habe wundervolle Wild Woman Blumen bekommen von meinem Partner. Und wir haben uns gerade selber, haben selber gerade unser Bonusmaterial gemacht. Unsere Mighty M und ich. Wir haben uns selber wild getanzt und auch nochmal, wenn du jetzt hier bist und sagst, boah, ich fühle mich gar nicht wild und diesen Anteil in mir lebe ich irgendwie noch gar nicht, dann ist es perfekt, dass du hier bist und du kannst mir glauben, du kannst es jederzeit aktivieren. Du kannst jede Facette in dir kannst du jederzeit aktivieren. Ich gucke mal eine 5 bei unserer Lisa, das schrauben wir auch hoch. Julia bei einer 9, sehr schön, Yvonne 8, also sehr hohe Zahlen. Alle anderen, die dabei sind, schreibt auch gerne mal eure Zahl hier rein. Und ich mache ein kleines Intro. Heute wird es auf jeden Fall spannend und es wird wild, definitiv, denn dieser Archetyp ist so ganz anders und meiner Meinung nach auch ein Archetyp, den wir viel zu selten leben. Dabei ist er so wichtig, in der Karriere, aber auch im Privatleben, ist dieser Archetyp ein Archetyp, der sich, ein Anteil in uns, der sich wie so versteckt hat, ja, und das kann hat vielfältige Gründe, ja, mit Sicherheit auch so unsere Gesellschaft, unser System, wo du nur akzeptiert bist, wenn du reinpasst, ja, also das ändert sich ja schon ganz viel und hat sich in den letzten Jahrzehnten ja auch ganz viel geändert, aber es ist schon so, dass unsere Gesellschaft ja schon und gerade so in Deutschland dass es alles sehr, sehr steif noch ist, ja, ich mache ja auch viel Market Research so in anderen Ländern. Und Deutschland ist da einfach noch sehr, sehr steif, was das angeht. Ja, das heißt, wir leben in einem System, unsere Wild Woman, unser wilder Anteil ist so ein bisschen verloren gegangen. Und es gibt sowas wie eine Hexenwunde, eine Witch Wound, vielleicht hast du davon schon mal gehört. Und also du hast sicherlich schon mal davon gehört, dass Hexen früher verbrannt worden sind. Und da das ist sozusagen etwas, was für unsere Wild Woman, aber auch unsere alte Weise, die nächste Woche dran ist, nicht so toll gewesen, weil wir haben ja sowas wie, das ist ja, die 7 Archetypen sind ja auf Carl Gustav Jung zurückzuführen, er ist Tiefenpsychologe und er sagt, wir haben sowas wie ein Kollektiv, ein kollektives Unbewusstes, ja, und da sind all die Wunden, die uns zugefügt wurden als Frauen, sind da drin gespeichert. Und ob du willst oder nicht und ob du drin glaubst oder nicht, da sind Dinge gespeichert, die wir als Frauen heute noch spüren. Ja? Und wenn damals Hexen verbrannt worden sind, aufgrund der Tatsache, dass sie irgendwie übernatürliche Kräfte hatten oder irgendwas besonders Wildes an sich hatten oder irgendwas heilen konnten, ja, dann spüren wir das heute immer noch. Und unbewusst, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass du vielleicht selber mal irgendwie
irgendwas gespürt hast, irgendwie gemerkt hast, wo das ist, ich habe wie so Vorahnungen oder irgendwie, vielleicht bist du auch in einem Bereich unterwegs, wo es sehr verkopft, sehr rational ist, zugeht, ja, und da wenig dich traust, deine Spiritualität und so deine wilde Seite auszuleben, und da gemerkt hast, aber eigentlich ist da eine andere und du sprichst da nicht deine innere Wahrheit, dann hast du da mit deiner wilden Frau zu kämpfen und das möchte ich heute verändern, weil ich glaube, es darf noch, oder ich bin sicher, es darf noch viel mehr Frauen auf dieser Welt geben, die wieder ihre wilde Natur leben. Und das habe ich gelernt, das habe ich mir auch zur Übung gemacht, weil die wilde Frau in mir war jetzt auch nicht immer so aktiv. Und warum das so wichtig ist, erfährst du heute hier im Livestream. Ja? Nelly, ich gucke mal gerade, was Nelly geschrieben hat. Könnt ihr euch erinnern, dass ich letzte Woche erzählt habe, dass ich bei meinem Mann dafür plädiert habe, dass wir umziehen? Oh yes, wir haben am Freitag eine Wohnung angeschaut, am Samstag die Zusage bekommen und am Montag den neuen Mietvertrag unterschrieben. Here's to new standards. Love it. Cheers to you und cheers to life. Das ist für mich Mighty Magic und der Beweis dafür, für alle, die vielleicht auch noch neu hier sind, dass wenn du wirklich mitmachst, wenn du Dinge umsetzt, Input, neuen Input reingibst, Dinge anders machst, als du sie bisher gemacht hast, dass der Output dann auch anders ist. Also love it. Ich feiere das. Yvonne schreibt, ich habe oft Vorahnungen, mein Umfeld ist dann immer erschrocken. Und ich finde es großartig, dass du es trotzdem teilst, liebe Yvonne. Ja, weil es gibt ganz viele Frauen, die Vorahnungen haben, die irgendwie so was Übernatürliches in sich spüren, was Wildes in sich spüren, sich aber nicht trauen, das rauszulassen, aus Angst anzuecken oder als verrückt erklärt zu werden, so wie damals eben. Ja, und das ist sicherlich ein Teil, der in uns allen geheilt werden darf. Ob du jetzt jemals dafür verurteilt worden bist, deine innere Wahrheit zu sprechen oder nicht, wir tragen aufgrund unserer Geschichte einen kollektiven Schmerz in uns, ja, und den dürfen wir heilen und das, ich verspreche dir, dass du heute hier rausgehst und dich auf jeden Fall mit deiner wilden Natur mehr verbunden fühlst, weil diese Natur ist in uns allen, die steckt in uns allen und wenn die rauskommt, wird es dann einfacher, es fühlt sich alles leichter an und B, es ist einfach so, dass wenn du deine wilde Seite lebst, dass es für dich, dass du nicht mehr ständig darüber nachdenkst, ob das jetzt korrekt ist oder nicht, ob das jetzt in Ordnung ist, dass du dich so verhältst, wie du dich verhältst. Dann machen wir gerade mein Handy hier für unsere MyTM. Genau, also ich sehe schon, die anderen supporten dich, Nelly, großartig. Ich liebe diese Community, ich liebe den Vibe, supportet euch da gegenseitig und teilt auch solche Aha-Momente, teilt solche Durchbruch, das sind für mich Durchbrüche, ja, wo du so einfach mal ein Muster durchbrochen hast und sich neue Dinge dann in deinem Leben zeigen. So, was ist mir wichtig? Ich setze ja immer eine Intention für unseren Livestream und mir ist heute extrem wichtig, dass wir verstehen, gerade so, wenn wir in dieser leistungsorientierten Gesellschaft leben, viel in dem Machen sind, dass wir oftmals versuchen, Ziele zu erreichen, um uns in Sicherheit zu wägen. Wir haben ganz viel in unseren Aktivitäten ein Um-zu drin. Ja? Ich mache Dinge, um das und das zu erreichen. Ich brauche den Lounge mit 250.000 Umsatz, um mich sicher zu fühlen, um meiner Familie gerecht werden zu können, um das und das machen zu können. Das ist meiner Meinung nach ein Traum von Sicherheit. Und vielleicht hast du schon mal was von Schamanismus gehört, ja? Da haben wir auch ein Buch verlinkt, das, was du quasi von Schamanen lernen kannst. Da kannst du dich wirklich mal mit beschäftigen. Ist ganz spannend. Und die Schamanen beispielsweise, die haben ein riesengroßes Urvertrauen und sagen, es gibt gar keine Sicherheit. Sicherheit ist eine Illusion. Ja, und wie kannst du aus diesem Programm aussteigen, indem du immer nur Dinge tust, um eine vermeintliche Sicherheit aufzubauen? Vielleicht erkennst du dich gerade wieder. Gibt es jemanden von euch, der sagt, jo, voll wiedererkannt, ich bin voll der Sicherheits- und Kontrollfreak, dann Hand aufs Herz, gerne mal outen. Dann ist das hier genau deine Session, ja, weil die Wild Woman, die ist frei von Zwängen, die ist frei von diesem Umzu. Und die Wild Woman, der wilde Anteil in dir wird dir ganz viel Urvertrauen mitgeben. Und das ist so wichtig, gerade wenn du merkst, dass du sehr angespannt bist, oft, weil das und das noch nicht so funktioniert, wie du das vorstellst, weil du irgendwelche Erwartungen hast, ja. Und da wird die Wild Woman dir ein Urvertrauen geben. Und also dieser und der nächste Archetyp, das sind ja unsere zwei letzten Sessions, die werden dir ganz viel Urvertrauen wiedergeben. Und Vertrauen bedeutet immer auch sehr weiblich, ja, sich fallen lassen zu können, das Leben mal passieren zu lassen. Aber nicht passieren zu lassen auf eine negative Art und Weise, so, ja, ich akzeptiere alles, was kommt, sondern einfach mal sich fallen zu lassen in das, was das Leben dir schenkt, ja. Saskia schreibt, ja, so wie der kann, gerade den Schritt in die vollkommene Selbstständigkeit, genau da gehen die Programme an, weil du eine vermeintliche Sicherheit verlierst. Habe ich aber auch gestern nochmal drüber nachgedacht. Was ist Sicherheit überhaupt? Ja, ist das ein Betrag X auf dem Konto? Ist das
einen stabilen Partner an der Seite. Was ist Sicherheit überhaupt für dich? Ja, und ist die Frage nicht, ob du nicht die Sicherheit auch in dir findest, in allem, was eh schon gegeben ist, ohne dass du was tun musst, ja? Anne schreibt, ja, ich bin der Sicherheitskontrolletti, merke aber, dass ich immer mehr zur Spiritualität finde, aber ich erlaube es mir noch nicht ganz, mich fallen zu lassen. Hast du einen Tipp? Das ist eine großartige Frage. Im Übrigen stellt Fragen, ja, also nutzt Zeit hier mit mir, ich beantworte gerne eure Fragen. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Sicherheit Kontrolletti, ja, also in diesem Kontrollmodus zu sein, ist schon, Anne, jetzt erstmal wirklich Props und Lob an dich. Du hast hier diesen ersten Schritt gemacht, indem du dir bewusst geworden bist, was für Programme denn da ablaufen. Ja? Du bekommst den Tipp jetzt im Laufe dieser Session, hundertprozentig wird es deine Session, wenn du sagst, du bist da sehr im Kopf, sehr willst alles kontrollieren. Ja, deine wilde Natur wird dir wieder mehr Sicherheit geben. Ja? Und da wirklich auch mal gucken, was steckt denn dahinter? Also mit allem, was wir hier tun, wie gesagt, hier gibt es Transformation, mit allem, was wir tun, du kannst immer gucken, was steckt denn hinter deinem Programm? Was erhoffst du dir denn durch die Kontrolle, Anne? Ne? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ich möchte unbedingt das und das kontrollieren und jetzt mal angenommen, du hättest da die Kontrolle nicht mehr, was könnte denn im schlimmsten Fall passieren? Und dann kommst du sehr schnell darauf, dass das irgendwelche Prägungen sind, dass das irgendwas aus der Kindheit ist, vielleicht aus einem vergangenen Zeitpunkt, also oder auf der vergangenen Zeit, aus deiner Vergangenheit, wo du gesagt hast, das war für mich Kontrolle beispielsweise, war für mich etwas, das habe ich zum Beispiel in meiner Familie damals, weil meine Eltern haben sich scheiden lassen, hatte ich keine Kontrolle. Da sind Dinge mir widerfahren, wo ich nichts gegen tun konnte. Und dann habe ich zum Beispiel die Kontrolle in anderen Dingen gesucht. Ja? Beispielsweise habe ich super viel Sport gemacht, weil meinen Körper konnte ich ja kontrollieren. Ja? Das ist ein Beispiel. Und da kannst du jetzt mal gucken, liebe Anne, schreib dir mal auf, was ist denn das, was du immer kontrollieren willst und was steckt gegebenenfalls dahinter und was erhoffst du dir davon? Aber wie gesagt, das wird deine Session. Seid ihr bereit, ihr Wild Women? Ich hoffe, ihr habt euch was Schönes zu trinken gemacht. Ich kann euch sehr unseren, haben wir im Bonusmaterial auch verlinkt, unseren Kakao von Kakao Loves Me empfehlen. Wir haben da einen Link reingepackt. Ich mache damit mittlerweile so wie so Art Rituale. Ich mache das morgens zu meinem Ritual, einen Kakao zu trinken. Kakao ist sehr herzöffnend und führt dazu, dass du wie, ohne dass du dafür was tun musst, dich wie in so einer Liebeswolke befindest. Also das heißt nicht, dass du high bist oder so, dass du quasi wie so ein, ich finde ja, was ist Vertrauen, ist für mich Liebe. Liebe für mich selbst, Liebe für alles um mich herum. Und dann kann noch so viel wegbrechen, wenn das da ist, die Liebe für mich, die Liebe für alles um mich, dann ist für mich, das ist für mich Vertrauen, das ist weg vom Kontrollmechanismus. Kontrollmechanismus ist ja Ego. Und da hilft mir der Kakao enorm und diese Zeit, die ich mir als Wild Woman auch für mich nehme. Ja? Also, let's do it. Also, schreibt gerne mal rein, ob ihr bereit seid. Ich sehe, ja, yeah, yes, ich kontrolliere viel beim Essen. Habe ich eine Zeit lang sehr, sehr, sehr viel gemacht. Sport und Essen war so das Einzige, ich nehme mal kurz einen Schluck, war das Einzige, was ich kontrollieren konnte. Ja? Weil ich eben im Außen so viel nicht kontrollieren konnte, war es aber mein Körper, den ich in der Hand hatte. Ja? Durch Sport und Essen, ganz, ganz viel. Und meine White Woman, so dieses, mal wieder das auszuleben und auch Dinge zu tun, rebellisch, zum Beispiel gestern, bestes Beispiel, danke übrigens Julia fürs Öffnen und fürs Teilen. Wir waren gestern im Dessous-Shopping und Bikini-Shopping und ich teile jetzt eine sehr private Geschichte. Wir standen in dieser Umkleidekabine und ich hatte so ein Brazilian-Unterteil angezogen und unsere MyTM, meine Maya und die Verkäuferin, die standen da und sagten so, wow, das sieht so toll aus und ich stand da und dachte so, oh mein Gott, das kann ich doch nicht anziehen, so kann ich doch nicht rausgehen. Und wisst ihr, was ich entschieden habe? Ich habe entschieden, da die Kontrolle rauszunehmen, zu sagen, die Wild Woman in mir, was würde die jetzt tun? Die würde genau das jetzt anziehen. Und auf einmal habe ich so gemerkt, die Wild Woman in mir, die macht immer genau das, entgegen dessen, was deine Programme sagen. Wenn dein Programm dir jetzt sagt, boah, ich müsste heute eigentlich nur eine kleine Portion essen, was würde die Wild Woman machen? Die würde in ihren Körper reinspüren und würde sagen, nee, das ist jetzt mein Kontrollprogramm. Ich werde jetzt das essen, was meinem Körper gut tut. Die kennt sich unglaublich gut, ja? Kommen wir aber gleich auch nochmal zu. Yes, schreibt Saskia, hat mir unbewusst für das Live heute einen Kakao-Chat gemacht. Yeah, love it. Kakao-Chat, ich wollte gerade fragen, was ist denn ein Kakao-Chat? Ein Kakao-Chai. Sehr schön. Also Anne, wenn du magst, in Mighty Networks darfst du dieses Rezept sehr, sehr gerne mal teilen.
Also wir haben, wie gesagt, Kakao Loves Me, damit arbeiten wir ganz viel. Die haben auch eine ganz, ganz schöne Philosophie, benutzen nur natürliche Zutaten. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Okay, wenn ihr ready seid, dann starten wir mit unserer White Woman und bleibt unbedingt bis zum Ende dabei. Ich habe ja verraten, dass ich als White Woman, die sehr Natur- und Tierverbunden ist, auch ein Krafttierkarten ziehen werde heute. Und da werde ich drei von euch rauspicken, die sich mit Blick auf eine Herausforderung ein Krafttier ziehen dürfen. Genau. Eine Sache, die ich noch ganz kurz ankündigen wollte, bevor wir starten, für alle, die noch nicht angemeldet sind, ich mache morgen für alle Online-Unternehmerinnen unter euch vor allen Dingen einen Livestream mit den Mighty-Fähigkeiten, die du unbedingt brauchst in 2022, damit dein Business wächst. Ja, es ist sehr viel Business-Bezug, sehr viel, wie kannst du dein Playing Small wegwerfen und richtig groß werden. Da lade ich dich ganz herzlich ein, ist morgen um 10 Uhr. Unsere Mighty M packt da auch nochmal den Link hier rein, falls du noch nicht angemeldet bist. Und ich möchte ja besser werden mit allem, was ich tue. Also kriegst du von mir noch einen Feedbackbogen zum Archetypentraining. Und da würde ich mich unendlich freuen, wenn du das für mich ausfüllst. Einfach damit ich ein bisschen Feedback von dir habe. Genau. Wir starten wieder mit einem Zitat einer wunderbaren Autorin. Haben wir das Buch Die Wolfsfrau auch verlinkt? Hast du vielleicht schon gelesen? Und sie sagt: Within every woman there is a wild and natural creature, a powerful force filled with good instincts, passionate creativity and ageless knowing. Das heißt, auch wenn du es gerade noch nicht spürst, dass diese Wild Woman in dir existiert, die wilde Frau, deine wilde Natur ist in dir, ob du willst oder nicht. Und ich habe jetzt wieder aus den letzten, ich glaube, aus dem letzten Durchlauf eine Mail bekommen von einer Kundin, die sagte: Boah, ich wollte das Archetypentraining erst gar nicht buchen. Da hat sich was in mir gesträubt, weil ich dachte, das ist mir vielleicht alles zu spirituell, vielleicht zu esoterisch. Und die sagte: Oh mein Gott, das war die beste Entscheidung, das zu buchen. Warum? Weil du auch hier lernst, einfach zu vertrauen, dich fallen zu lassen, auch in die Themen, von denen du bisher dachtest, boah, das ist mir alles irgendwie, das ist nicht meins, ja? Genau. Also auch wenn du es noch gerade nicht fühlst, die Wild Woman ist definitiv in dir. Ich nehme euch auch gerne ein Feedback-Video auf. Du bist die Beste, Julia. Vielen, vielen Dank. Das wäre großartig. Also wenn ihr Lust habt, Lisa hat auch schon gesagt, sie macht ein Testimonial, freue ich mich riesig drüber. Und Karten ziehen, juhu. Genau. Der DM von Bio, ah, der ist schon fertig wahrscheinlich. Ne? Ich hoffe ohne Zucker, ich esse ja zuckerfrei, aber wahrscheinlich gibt es den auch mit Kokosblütenzucker oder irgendeiner anderen Alternative. So, wer ist denn die Wild Woman, die wilde Frau? Die wilde Frau ist spirituell, fühlt sich so mit ihrer Seele verbunden, agiert auch, arbeitet auch mit Blick auf ihren Seelenplan, hat verstanden, dass nicht alle Dinge für sie richtig sind und ist auch fein, Nein zu sagen zu gewissen Dingen, die nicht zu ihr passen. Kurze Anmerkung, das war letztes Mal bei uns als Feedback angekommen. Was ist der Unterschied die wilde Frau und die alte Weise? Ähneln sich sehr in dir, also ähneln sich sehr mit Blick auf die Spiritualität, ja. Aber die alte Weise, das ist der Part, der wirklich, da geht es richtig deep, ja. Mit der wilden Frau geht es vielmehr da geht es vielmehr um dieses Rebellische in dir, der Anteil in dir, der Dinge anders machen möchte, der einfach verstanden hat, er muss niemandem was beweisen. Und durch die Naturverbundenheit, also ganz kurz für alle, die hier sind und sagen, ich habe mit Spiritualität nicht so viel am Hut, immer wichtig zu verstehen, wir sind alle spirituelle Wesen, ja? Und die wilde Frau in dir, die muss nicht mal viel dafür tun, um zu verstehen, dass sie spirituell ist, weil sie weiß, sie ist so mit der Natur verbunden, mit alles und mit allem und sich selbst verbunden, dass sie von sich aus versteht, spirituell zu sein. Ja, da braucht es nicht mal gewisse Formen der Mighty Magic oder so. Ja, das ist einfach dieses Sein. Das wirst du aber spüren am Ende der Session, wirst du merken, dass du hier rausgehst und diesen Unterschied merkst und auch nächste Woche, was der Unterschied ist. Ja? Also lasst euch da nicht verunsichern. Genau, sie ist sehr spontan, die wilde Frau. Es gibt auch du denkst jetzt wahrscheinlich an eine Frau, die irgendwie im Wald lebt und so mit der Natur ständig verbunden ist. Nein, es gibt, also für mich ist die Wild Woman ist einfach auch eine moderne Frau, die spontan ist, die frei ist, die unverblümt ist, ja. Das ist so der Anteil in dir, der das Gefühl hat, hier auf dieser Welt zu sein, weil er was beizutragen hat, ja, die Heilerin sozusagen in dir.
Die wilde Frau ist auch sehr geheimnisvoll, ja. Also auch da kommen wir später zu, was es auch mit deiner Partnerschaft beispielsweise machen kann. Freiheitsliebend, ist rebellisch, wild, ungezähmt. So das kannst du dir jetzt wirklich vorstellen, wie so etwas. Die wilde Frau ist wie so aus einem Käfig ausgebrochen, einem Käfig, die Gesellschaft ihr auferlegt hat, die Erziehung, vielleicht irgendwie so die Kindheit, alle Prägungen, alle Muster, die da sind, da ist sie ausgebrochen. Sie ist sehr intuitiv, feinfühlig, auch sehr ursprünglich. Ja, also zum Beispiel ist es ihr egal, wie sie aussieht. Ja, ich weiß nicht, ob du so Tage hast, wo du dich einfach ursprüngliche Natur natürlich am schönsten fühlst. Ja, da merke ich so, das habe ich vor allen Dingen, wenn ich viel in der Natur bin, wenn ich am Strand bin, da merke ich so, ich möchte gar nicht irgendwie mich aufdonnern und in so einen Queen-Modus gehen, sondern da ist es vielmehr so, da habe ich Lust, meine Ursprünglichkeit zu leben. Sie fühlt sich aber eben auch oft missverstanden. Warum? Weil Menschen versuchen, sie zu kontrollieren. Sie ist aber nicht kontrollierbar. Ja? Das ist so der Anteil in dir, der Dinge durchsetzen will, die andere vielleicht nicht so sehen, noch nicht so sehen. Die wilde Frau in dir ist da einfach ein Stück weit weiter. Wie Yvonne das gerade beschrieben hat, dass du oft Vorahnungen hast, die teilst und dann ist dein Umfeld erschrocken. Manche Menschen, und das darf die wilde Frau auch in dir verstehen, manche Menschen haben einfach ihre Realität und leben in ihrer Realität und du bist in deiner Realität und lebst deine Realität. Also auch diese Akzeptanz zu lernen, das ist ein Teil der Heilung, kommen wir gleich zu. Immer ohne Zucker, sagt Anne, sehr, sehr schön, großartig. Die wilde Frau in der Mythologie, das ist die Hekate, die griechische Göttin der Magie, der Hexerei, des Mondes, der Nacht und der Toten. Kurzer Exkurs. Wenn du gerade gemerkt hast, gibt es jemanden, der sagt so, oh ja, so dieses Wilde, das lebe ich so noch gar nicht. Ertappt, das Wilde in mir ist eher so verdrängend, fühlt sich nicht so an, als würde ich da meine Wildheit leben. Schreib gerne mal hier rein. Und wenn ja, wie zeigt sich das auch? Das nimmst du ja auch noch in dein Workbook auf, aber teile das gerne hier mal mit den anderen. Wenn die wilde Frau in dir verdrängt ist, wirst du das wahrscheinlich daran merken, dass du dich vielleicht nicht so naturverbunden fühlst und dich auch von Frauen, die so ihr Ding machen, die wild sind, die sich vielleicht auch so zeigen auf Social Media, dass du dich durch die eingeschüchtert fühlst. Oder Frauen, die ihre Meinung sagen, die ihre innere Wahrheit sprechen. Das ist sowas, was du schon mal gesagt hast, wie, oh mein Gott, die Frau hat ja Haare auf den Zähnen, ja? Du kannst super gut überprüfen, ob die wilde Frau in dir oder generell, ob ein Archetyp in dir verdrängt ist, indem du schaust, indem du mal so deine Beziehung zu anderen Frauen beobachtest und auch dein Judgment beobachtest, deine inneren Programme. Also Archetypentraining hat auch viel mit Bewusstwerdung zu tun, ja, Bewusstmachung. Also sich bewusst zu machen, wie rede ich zum Beispiel über andere Frauen? Wie rede ich über Frauen, die sehr rebellisch unterwegs sind? Über Frauen, die vielleicht sich auch mal freizügig zeigen, ja? Bin ich da, dass ich direkt sage so, boah, das ist aber too much oder so oder ist nichts für mich? Kannst du schauen, weil das ist ja dann immer irgendwie eine Art Trigger. Sie glaubt nicht, dass sie eine Verbindung zur Natur hat, ist eher rational unterwegs, sehr viel im Kopf, wenig im Fühlen, ist skeptisch gegenüber jedem, der behauptet, übersinnliche Fähigkeiten zu haben. Also, liebe Yvonne, wenn dir Frauen begegnen, die sagen, ach so ein Quatsch und ich fühle mich schockiert von dem, was du sagst, kannst du dir sicher sein, dass die Frau ihre wilde Frau unterdrückt hat, ja? Ist eher skeptisch gegenüber Ritualen, Spiritualität, tut das so als Esoterik ab, ja, obwohl ja Esoterik, Eso heißt ja innen, also Esoterik ist ja auch gar nichts, ist bei uns so negativ immer noch sehr negativ konnotiert, obwohl Esoterik ja an sich was sehr Schönes ist, eine Innenschau, ja, also sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und das tun wir irgendwo alle, bewusst oder unbewusst, ja, bewusst ist natürlich schöner und wünsche ich mir auch hier für die Welt, ja. Hat eher ein atheistisches oder sogar nihilistisches Weltbild, bedeutet so viel, dass wenn die innere Frau verdrängt, die innere Wild Woman verdrängt ist, dass so ein bisschen alles irgendwie so sinnlos erscheint. Alles hat nicht so viel Sinn. Ich bin halt hier, weil ich hier bin, aber frag mich irgendwie auch, was das alles soll. Ja, also die wilde Frau hat verstanden, dass sie hier ist, weil sie irgendwo eine Message hat, weil sie gegen den Strom schwimmt, weil sie Systeme aufbrechen möchte. Ja, und das kannst du, da kommen wir später noch zu, was das dann zum Beispiel in der Karriere bedeutet. Sie will um jeden Preis gut sein, bricht niemals die Regeln, geht keine Risiken ein. Also es hat mir schon unser Good Girl, das heißt, wenn die Wild Woman verdrängt ist,
kann es sein, dass da die verletzte Jungfrau am Start ist, das Good Girl. Du siehst also, die Archetypen können sich gegenseitig wirklich helfen. Das heißt, wenn du merkst, du bist sehr viel in dieser Good Girl Attitude, gehst raus, aber irgendwie gibt's nur so ein bisschen von dir, weil das andere, wenn das gesehen wird, könnte ja irgendwie dir schaden, dann kann das sein, dass du dieser Good Girl Attitude bist und immer noch drüber nachdenkst, was andere von dir denken. Und das wollen wir fallen lassen. Da kann dir deine wilde Frau enorm bei helfen. Ich lese mal ganz kurz, was sie schreibt. Ich weiß gar nicht, ob ich spirituell bin. Ich kenne meine Eigenschaften, aber ich bin gerade auf der Suche nach mir. Und im beruflichen Umfeld bin ich leider noch zu verkrampft, mich fallen zu lassen, arbeite aber mit viel Freude daran. Und das ist das größte Geschenk, wenn du den Prozess lieben lernst. Ja, du weißt noch nicht, ob du spirituell bist. Ich kann dir verraten, du bist spirituell. Jeder Mensch ist spirituell. Es gibt nur Menschen, die das einfach nicht leben. Ja, allein schon diese Vorstellung, dass wir irgendwo ja aus Liebe entstanden sind beispielsweise. Ja? Da war ja irgendwann irgendwo mal alles, du kannst dich im Raum umgucken, alles ist ja irgendwo aus Liebe entstanden. Und für mich ist Liebe so ein Band, das alle Menschen verbindet. Liebe haben wir alle schon mal gespürt. Ja, irgendein Despot, einen Machthaber irgendwo, der seine Macht ausnutzt, ja, also nicht meine Form der Macht nutzt, sondern seine Macht wirklich ausnutzt, der liebt auch die Menschen, aber der liebt, beziehungsweise der hat auch Liebe in sich, aber objektbezogene Liebe, die kommt aus dem Ego, ja, aber auch da ist Liebe hinter und für mich ist daher jeder Mensch irgendwo spirituell, weil wir alle durch Liebe zum Beispiel verbunden sind. Also aus dieser Sicht kannst du es auch mal betrachten, wenn du möchtest, Yvonne, und das Wichtigste, was du gesagt hast, den Prozess dabei zu lieben, ja, sich eben die Freude daran zu finden, dich auch immer mal wieder dabei zu erwischen, wann ist denn mein Kontrollprogramm an, wann bin ich zu verkrampft, ja, wann darf ich mal wieder frei sein, wann darf ich auch zum Beispiel mal sagen, was mich wirklich beschäftigt, ja, und halte das aber vielleicht noch zurück. Wenn du das bemerkst, bewusst im Alltag, ist das ja schon der erste Schritt. Unsere Saskia schreibt, es ist mir sehr unangenehm, diese Wildheit zu zeigen, weil ich früher oft für sowas belächelt worden bin, gerade am Wochenende wieder in so eine Situation gekommen, da merke ich, wie sehr mich das doch triggert. Absolut, also ich werde teilweise in meiner Familie so, das wird immer wieder gesagt, ja, die Wild Woman und lässt du wieder die Wild Woman raus. Ich lache darüber, ich finde es lustig, ja, es ist ja irgendwo auch, dass das von anderen gesehen wird, ist ja wiederum auch, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass es gesehen wird. Ob jetzt positiv oder negativ, ja, in meiner Familie ist es sehr positiv, wir haben mit sehr viel Spaß verbunden, aber auch wenn das jetzt zum Beispiel negativ ausstößt, du wirst ja gesehen. Und das ist das Allerwichtigste, was du verstehen darfst, dass wenn du gesehen wirst, auch in der jetzt gerade mit Blick auf deine Karriere, mit Blick auf dein Sein hier auf dieser Welt, wenn du jetzt gesehen wirst, darfst du einfach aushalten, dass es auch Menschen gibt, die dich nicht so sehen, wie du gerne gesehen werden möchtest, ja? Die das vielleicht mit einem Lächeln abtun. Das darfst du aushalten lernen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du hier bist und dass du verstehst, der wilden Frau beispielsweise ist es egal, was andere sagen. Ja? Und das darfst du auch wieder üben. Also sehr, sehr schön, dass du das erkannt hast, Saskia, und jetzt ab heute die Wildheit gerne wieder zeigen und dann einfach machen und gucken, was passiert. Und irgendwann ist da kommt deine Queen wieder ins Spiel, ist es für dich einfach neuer Standard, deine Wildheit zu leben. Und ehrlich gesagt merke ich das immer mehr, ich habe auch wurde auch sehr viel belächelt, heute fällt mir das zum Beispiel gar nicht mehr auf. Ja, oder ich habe innerlich so energetische Queen-Grenzen gezogen, energetisch, dass die Menschen sich schon gar nicht mehr trauen, was zu sagen. Ja, aber auch da arbeite ich jeden Tag dran. Die verletzte wilde Frau, wenn die zu wild ist, ja, gibt es hier jemanden, der sagt, boah, ich merke, ich bin halt extrem wild, mir ist es so, ich sag mal so, ich bin kaum zu zügeln, gibt es da auch eine unter euch? Ja, denn dann kann es sein, dass die wilde Frau sehr, sehr überaktiv ist, sage ich mal, und schnell den Bezug zur Realität verliert. Ja? Das nennt sich auch Spiritual Bypassing, bedeutet so viel wie, sie braucht all das, die Natur, die Zeit alleine, dieses Freisein immer gegen alle sprechen, um ihre eigene Realität aufrechtzuerhalten. Auch schwierig, ja, weil dann ist es eine Illusion. Zieht sich sehr häufig zurück, weil sie sich von allen unverstanden fühlt. Fühlt sich anderen dadurch auch ein bisschen überlegen, meint so alles verstanden zu haben, ja. Das kenne ich von mir noch damals, als ich angefangen habe, mich mit mir selber zu beschäftigen. Da habe ich ganz viel Me-Time gebraucht. Ist auch eine Zeit lang wichtig, habe aber dann auch gemerkt, wie soll ich denn dann, bin ich dann überhaupt noch gesellschaftsfähig, ja? Und das soll ja auch nicht sein, ja? Du möchtest ja alles leben, möchtest ja alle Facetten in dir leben. Sie fühlt sich in der Natur wohl, fernab von äußeren menschlichen Einflüssen, also kann im Prinzip auch kaum mehr mit viel äußeren Reizen, die du zum Beispiel in der Stadt hast,
klarkommen, ja. Ist sehr rastlos, kommt nie irgendwo richtig an, als wäre sie auf der Flucht. Habe ich ehrlich gesagt die letzten, ja, bis ich letztes Jahr hier in München angekommen bin, so sehr gelebt, dieses immer irgendwo sein zu wollen. Früher war ich gar nicht so, dann habe ich meine wilde Frau entdeckt. Dann war ich nur noch unterwegs, ja. Und dann habe ich irgendwann gedacht, boah, bist du vielleicht irgendwie auf der Flucht für irgendwas, ja. Also die wilde Frau, wenn die zu aktiv ist, kann, oder beziehungsweise kann es sein, dass Frauen anfangen, wenn sie ihre Wildheit entdecken, dass sie die wilde Frau nutzen, um andere Dinge, um sich von anderen Dingen abzulenken, die vielleicht da sind. Und das darf diese verletzte wilde Frau lernen, dass du ja dich selber auch immer überall hin mitnimmst. Ja? Verstehst du? Und da kann die alte Weise extrem viel helfen, weil die alte Weise ist nicht auf der Flucht. Aber da kommen wir nächste Woche zu. Die wilde Frau hat Schwierigkeiten, Verpflichtungen gegenüber Menschen, Orten und Projekten einzugehen, hat sehr viel Schwierigkeiten, irgendwas zuzusagen und wirkt dadurch sehr unverbindlich und sprunghaft. Hat Schwierigkeiten, Wort zu halten, Integrität zu wahren. Deswegen ist dieser Archetyp ist an sich, ich würde sagen, eine Mischung aus männlicher, weiblicher Energie. Aber diese weibliche Energie, das ist dieses Sprunghafte, das Flowy. Ja? Die männliche Energie ist sehr integer, also hält das eigene Wort. Und wenn die wilde Frau zu aktiv ist, kann das sein, dass sie ihre Integrität nicht wahren kann. Ja? Ist unzuverlässig, weil sie sich so leicht beeinflussen lässt, treiben lässt, ist so ein bisschen das Fähnchen im Wind, da kommt einer und sagt, boah, da müssen wir hin und zack ist sie dabei, so spontan, was halt wieder, Balkon, Keller, wunderschön sein kann, aber auf lange Sicht auch total vom Fokus abhalten kann, ja, total in so eine Ablenkung geraten kann und das wollen wir auch nicht. Ich sehe gerade, Anne schreibt, wie hast du das geschafft, gesellschaftsfähig wieder zu werden? Merke das auch an mir, dass ich so ein Verlangen nach Me-Time habe und merke aber auch, dass mich das teilweise blockiert, erfolgreich im Business zu sein, mein volles Potenzial zu leben. Habe quasi Angst vor zu viel Erfolg, weil ich dann keine Zeit mehr für Me-Time hätte. Oh, Anne, I feel you. Das ist so krass, dieses, was ich euch letztes Mal mitgegeben habe, dass du dich im Coaching, frage ich meine Klientin auch immer, mal angenommen, du erreichst dein Ziel, was geht dir dadurch verloren? Ja, und genau diesen Glaubenssatz hatte ich, das ist ein absoluter Glaubenssatz, Anne, den Zahn ziehe ich dir jetzt. Mal angenommen, du bist erfolgreich, was geht dir dadurch verloren? Der Gedanke, boah, mir geht Me-Time verloren, ich habe dann zu viele Eindrücke, zu viele Kundinnen und Kunden, zu viel Erfolg, sodass ich gar keine Zeit mehr für mich, für das, was mir wichtig ist, habe. Ja, und diesen Glaubenssatz habe ich gedreht, weil ich mich gefragt habe, mal angenommen, beides ist vereinbar, Me-Time und ein erfolgreiches Business, welche Schritte würde ich dann gehen? Wie würde das dann aussehen? Und habe mir das einfach mal ausgemalt, wie denn beides vereinbar sein kann. Und habe dann gesagt, ich möchte Mighty-Business. Ich möchte ein Business mit wenigen Kunden, auf die ich mich fokussieren kann und brauche mindestens, ohne Spaß, ich brauche mindestens ein Wochenende, wenn nicht sogar noch mehr Zeit, einfach um mich immer wieder mit mir zu verbinden zu können. Da habe ich gesagt, es geht gar kein anderer Weg daran vorbei, als richtig gut zu werden in dem, was ich mache, richtig mighty zu werden, um dann Kunden anzuziehen, die mir auch bereit sind, Geld zu zahlen, ja, ordentlich Geld zu zahlen. Macht das ein bisschen Sinn für dich, Anne? Also du darfst lernen, dass beides kombinierbar ist und dass dafür jetzt Beweise finden. Ja? Das heißt, dich zu fragen mal oder auch zu gucken, wenn du jetzt den Erfolg nicht zulässt, ja, was bedeutet das für dich und dein Leben? Ja, und mal ehrlich, welchen Preis zahlst du? Du zahlst dann den Preis, nicht erfolgreich zu sein und stell das mal gegenüber. Ja, was geht dir alles verloren, wenn du nicht erfolgreich wirst? Ja, und dann zu gucken, wiegt das wirklich so schwer, die Angst davor, nicht mehr genug Me-Time zu haben? Wahrscheinlich nicht. Ja. Miriam schreibt, ich habe häufig das Gefühl, meine Spiritualität bzw. meine Ansichten zu bestimmten Themen, die vielleicht nicht so Mainstream sind, verteidigen zu müssen. Gerade bei meinen Freunden im Studium, die sehr rational sind, das bin ich auch, aber ich weiß halt, dass es noch mehr gibt als das. Hast du einen Tipp, wie ich damit besser umgehen kann? Also, dass ich da nicht so das Bedürfnis habe, mich selbst da immer verteidigen zu müssen. Yes, dabei hilft dir deine weise Frau, Miriam, auf jeden Fall nächste Woche dabei zu sein. Weil letztlich ist es ja auch wieder rational. Das ist ja wieder das Ego, das möchte, das den eigenen Standpunkt vertreten möchte. Frage ist, musst du wirklich alle bekehren und alle mitnehmen? Ja? Wenn du doch weißt, die und die Person kann damit nichts anfangen, musst du das verteidigen? Sprich deine eigene Wahrheit. Ja, was ich zum Beispiel damals im Job noch angefangen habe, ist, ich habe mir vorgenommen, nie wieder über andere Menschen zu urteilen. Und wenn das in meinem Kopf passiert ist, habe ich immer wieder gesagt,
Ah, interessanter Gedanke. Hab den aber niemals ausgesprochen. Das heißt, ich habe aufgehört, über andere Menschen böse zu reden. Und das habe ich mir zu einem Standard gemacht, ist aber komisch angekommen. Weil in der Uni war das für mich damals, war das gang und gäbe, dass man am Tisch über den Nebentisch spricht und sich lustig macht. Und dann habe ich nichts mehr gesagt und habe das für mich behalten. Und wenn mich ich angesprochen worden bin, habe ich gesagt, weiß ich nicht, kann ich nicht zu sagen, finde ich auch nicht so cool, fühlt sich nicht gut an für mich, hier mit mich am Gespräch zu beteiligen. Ich würde gerne über andere Dinge sprechen. Und das ist angeeckt, ja, und das durfte ich aushalten. Aber meine wilde Frau wusste, dass ich auch eines Tages nicht mehr an diesem Tisch sitzen werde. Weil, Miriam, in deinem Innern verändert sich gerade was. Das heißt, du kriegst eine andere Energie und diese andere Energie zieht auch andere Menschen an. Das heißt, du kannst dich freuen auf dein neues Leben. Ja, du kannst dich darauf freuen, dass irgendwann Menschen an deinem Tisch sitzen, die genau so ticken wie du. Bleib nur dabei, halt das aus, ja, und brauchst es nicht immer zu verteidigen, sondern einfach zu sagen, ich weiß doch, dass es fein ist, dass ich so lebe und es werden Menschen in mein Leben kommen, die genauso denken, mit denen ich Lust habe, mich auszutauschen. Und dadurch sitzt du ja jetzt schon hier. Ich weiß gar nicht, ob du einen Buddy hast, aber auch da nutze diese Connection. Anne, das kenne ich auch, schreibt Saskia. Julia schreibt, ich spüre auch so viel die Energie in der Stadt oder in Geschäften. Das macht mich müde, aber ich möchte damit umgehen können. Ich kenne das genauso und ich finde das auch in Ordnung. Und da auch zu sagen, boah, ich bin halt nicht mehr der Mensch, der jetzt zum Beispiel ständig irgendwo auf Partys rumhopst, ja, oder ewig lange mit großen Gruppen unterwegs ist, ja. Aber wenn du sagst, ich habe aber trotzdem so die Lust, das mal wieder zu machen oder das auch aushalten zu können, dann sehe ich das auch wieder als Übung, ja, weil irgendwann konntest du das ja mal, dann ist es ins andere Extrem gegangen. Erinnere dich mal daran, was war denn das, was dir gefallen hat, ja, und fokussiere dich und vielleicht auch da wieder der Gedanke, boah, das könnte jetzt XY mit mir machen, führt ja auch schon dazu, dass du dich dann in Mengen nicht so gut fühlst. Ja, das heißt, wenn du weißt, du gehst jetzt in ein Geschäft, auch da wieder mal zu gucken, was vielleicht die vorher wirklich die Intention zu setzen, ich gehe da jetzt rein und es gibt mir Energie. Das ist so eine kleine Veränderung, die ich dann ganz viel mache. Ja, auch jetzt am Wochenende war ich mit meiner Familie unterwegs und ich hatte auch vorher, war in meinem Tempel, also eigentlich ist es ganz ungünstig gefallen. Und da habe ich auch gesagt, ja, ich bin jetzt in meinem Tempel und eigentlich kann ich da gar nicht Menschen an mich ranlassen und akzeptiere das normalerweise auch. Ging jetzt aber nicht anders und habe da auch gesagt, ich mache das jetzt und setze mir aber die Intention, dass das richtig schön wird. Und was braucht es jetzt, dass ich trotz meiner Tempelzeit, trotz dessen, dass ich meine Periode habe, dass mir das Wochenende irgendwo Energie gibt, ja. Genau, also ganz viel Intentionen setzen. Danke, tolle Fragen, mit denen ich arbeiten kann. Sehr gut, Anne, so soll das sein. Gute Anregung, sehr schön. Das heißt, Wild Woman on fire oder eben vielleicht zu sehr on fire. Das heißt, da auch wieder zu gucken, wie kann ich mir das wieder antrainieren? Ich war ja mal nicht so frei, dass ich andere Menschen zum Beispiel nicht mehr oder zu viel Energien nicht ertragen konnte. Was braucht es, dass ich dahin zurückfinde? Bekannte wilde Frauen. Oh yes, Lady Gaga, Amy Winehouse. Du kannst sehr, sehr gerne selber auch mal Wild Women, die dir einfallen, hier reinschreiben, die du kennst, privat, auf Insta oder in Film und Fernsehen. Vielleicht fällt dir da spontan jemand ein. Amy Winehouse, auch komplett anders als alle anderen gewesen. Frida Kahlo mit ihren eigenen Ansichten, die sie vertritt, aber auch schon allein das Aussehen, ja, ist so wie so eine Ikone ja geworden. Auch Lady Gaga gibt sich nichts, ja. Also ich würde jetzt schon fast einen anderen Ausdruck nutzen, aber gibt sich irgendwie, also gibt sich so, wie sie ist, lebt das aus und ist es so egal, was andere sagen und fällt damit auch auf. Wichtig, ja, kommen wir gleich im Karrierepart noch dazu. Merida auch wieder aus einem Disney-Film, komplett, siehst du schon an der Mähne, komplett anders, fällt auf. Mascha aus Nine Perfect Strangers. Vielleicht, wie gesagt, fällt dir noch die ein oder andere ein und nochmal, schau mal, wie die Frauen das machen, ja? Also beobachte solche Frauen, Frauen, die ihre Wildheit ausleben da draußen und selbstbewusst zu sich stehen, zu ihrer eigenen Wahrheit stehen, ja? Diesen Frauen darfst du folgen. Das sind die Frauen, die auch die Welt verändern, ja? Und wenn du dir mal vorstellst, wie kurz unsere Zeit doch hier auf dieser Welt ist, mach dir immer wieder klar, es ist so wichtig, dass du deine Wildheit, deine eigene Wahrheit lebst. So, so wichtig, ja? Genau, auch hier wieder, es kann sein, dass die eine oder andere verletzt ist, das weiß ich nicht genau. Vielleicht, ich könnte mir vorstellen, Amy Winehouse, ist sie nicht letztlich auch irgendwie an Drogen oder so gestorben, ne? Ja, genau, also auch da kann sein, dass sie genau das hatte, ne? So dieses zu viel Ruhm, zu viel dann in diese verletzte wilde Frau reingeraten ist und dadurch halt das Ganze nicht mehr stemmen konnte, ne? Genau. Oh, hier kommen ganz tolle Anregungen.
Erin May Henry, kenne ich gar nicht, absolut wilde Frau als Business Coach. Oh, sehr spannend. Genau, könnt ihr euch auch gerne mal angucken. Macht euch Listen zu den verschiedenen Archetypen und wenn ihr merkt, boah, es ist gerade eine Zeit, in der ich den einen oder anderen Archetypen so gar nicht lebe, greift auf diese Frauen zurück. Greift auf die Frauen zurück, guckt euch einfach mal was von denen an. Ihr kennt das ja, meine Ansicht davon. Ich glaube, dass Content immer wie so ein Infusion hat von der Person, die den Content macht. Mir hilft das manchmal, einfach nur Content anzuschauen, egal was der Inhalt ist, von den Menschen, die diesen Archetypen leben. Ja? Wie du deine wilde Frau so im Allgemeinen aktivierst, ist ganz einfach. Du darfst dich auf deine wilde Seite einlassen. Ja? Auch wenn du vom Typ her eher rational bist. Mal zu schauen, was kann ich denn mal so ganz anders machen, als ich es bisher gemacht habe. Wenn ich zum Beispiel gar nichts mit der Natur anfangen konnte, geh mal in die Natur. Mach naturverbundene Rituale. Zelebriere zum Beispiel mal den Vollmond, ja, war jetzt gerade, gemeinsam mit anderen Frauen. Nimm an einer Kakaozeremonie teil. Mach mal Dinge, die du bisher so noch gar nicht gemacht hast. Als ich angefangen habe, wieder mal Dinge anders zu machen, ja, also zum Beispiel, Julia, ich weiß nicht, ob du mal den Step gehen kannst, mal wieder irgendwie mit, weiß ich, ich glaube, du hattest ja jetzt auch gerade einen Trip mit Frauen, aber das waren wahrscheinlich auch alle Frauen, die die Energie gegeben habt. Ihr wart jetzt nicht in der Menge. Aber ich da auch, vielleicht gehst du mal wieder in der Menge. Ne? Einfach mal Dinge wieder anders zu machen und zu gucken, was passiert dann mit mir. Also einfach mal wieder wild zu sein. Ja? Auch in Kauf zu nehmen, dass du durch die Menge müde wirst. Koche mit Kräutern und Gewürzen, Wildkräuter direkt aus der Natur. Ich liebe das mittlerweile zu kochen, da ist mein mütterlicher Anteil extrem rausgekommen und ich liebe das auch mit wenig Gewürzen zu oder nur sehr natürlichen Zutaten zu kochen. Beispielsweise nutze ich sehr, sehr wenig Salz auch. Ja? Also da kannst du dich mal ein bisschen ausprobieren und dich da mal so fühlen wie so eine Kräuterhexe, die irgendwas macht, was ihren Körper nährt. Ja? Da, Julia macht da auch ganz tolle Sachen. Ich fühle mich da auch immer ganz beeindruckt. Kümmere dich weniger darum, was die Leute sagen. Also mach dein Ding. Das heißt, wenn du jetzt merkst, boah, ich habe heute die eine Sache und das ist so mein scary move, ja, da habe ich richtig, fühle ich mich richtig ängstlich vor. Und eigentlich schiebe ich das auch schon die ganze Zeit vor mir her. Mach es. Ja. Gib weniger darauf, was andere über dich sagen. Das ist deine Wild Woman. Geh mehr in die wilde Natur, Wald, Berge, Seen, Meer, egal was dir Freude bereitet. Connecte dich wieder mit ihr. Fass vielleicht auch mal einen Baum an oder irgendwas. Und sei mal so ursprünglich wie möglich. Ja? Also Haare an, die Sachen, Körper. Ich weiß nicht, wann bist du das letzte Mal nackt zu Hause rumgelaufen? Hast nackt getanzt oder so? Kennst du vielleicht noch gar nicht? Dann mach es. Ja? Mach es einfach mal. Ecstatic Dance haben wir heute Morgen gemacht. Wir haben euch auch zwei Songs verlinkt. Wir haben nur gemerkt, die sind nicht ganz so ecstatic, wie wir uns das vorgestellt haben. Also wir werden euch dann nochmal einen Song freigeben. Vielleicht kennt ihr auch die einen oder anderen guten Song, der so richtig in Ekstase, also kannst dich wirklich über deinen Körper, ohne irgendwelche chemischen Substanzen, kannst du dich in eine Ekstase sozusagen reintanzen. Habe ich alle schon erlebt, wir machen hier regelmäßig unseren, also Mighty M noch mehr als ich, unseren Robert Ehrenbrand, der hier in München Dynamic Yoga macht. Das ist für mich eher so, der sagt auch immer am Ende so, boah, das ist wie so Ekstase und wir mussten nicht mal irgendwas nehmen, ja. Also probier dich da mal aus, ganz wild zu sein. Und Tanz ist da eben ein wunderbares Mittel. Genau, wenn dir noch jemand einfällt, was bewunderst du an dieser Person, schreib gerne hier den Namen der Person in den Chat rein. Eine Wildkräuterwanderung. Großartig, tauscht euch da mal aus. Genau, gerne auch ins Mighty Networks reinposten, wo ihr das macht. Sowas finde ich auch immer großartig. Von der Family organisiert. Oh, wow. Siehst du, ihr könnt euch sehr gerne connecten. Finde ich sehr, sehr schön. Sowas ist auch, was habe ich noch nie vorher von gehört. Wildkräuterwanderung. Wir kommen zur wilden Frau in Beziehung. Seid ihr noch da? Seid ihr bereit? Ja, Julia, zum Beispiel mal wieder Karneval, das habe ich überlesen. Sowas zum Beispiel, ja. Das, zum Beispiel habe ich eine Zeit lang gar nichts mehr gemacht, was in irgendeiner Art und Weise so Mainstream war. Wie feiern gehen, Alkohol trinken, weiß ich nicht, ins Fitnessstudio gehen. Das waren also so Sachen, so gerade auch so die Sachen, die ich früher so gerne gemacht habe, habe ich gar nicht mehr gemacht, weil ich in die eine Schiene reingeraten bin. Also nur noch dieses so, mich da auch ein bisschen überlegen gefühlt haben, gesagt habe, ich habe ja mein Business, ich weiß, worauf es hier ankommt im Leben, ich habe meine Message, am Wochenende brauche ich die Zeit für mich und Me-Time, alles andere darf weggehen, ja.
und habe dadurch gemerkt, dass ich ganz viele Dinge, die ich früher so gerne gemacht habe, total vernachlässigt habe. Ja, und seitdem gehe ich auch mal wieder gerne aus. Ja, das ist für mich auch Freiheit. Ich muss nicht mehr 2 Tage am Wochenende irgendwie bis in die Puppen tanzen gehen. Aber ich war zum Beispiel auch mal wieder hier in der Bar, so, ne? Cocktails trinken. Hat sie so viel Freude gemacht. Yes, schreibt Lisa. Ja, schreibt Saskia. So, let's do it. Im Dating ist die wilde Frau manchmal ein bisschen dysfunktional, weil sie sich nicht festlegen will. Also sie genießt das. Das ist großartig, wenn du sagst, du gehst gar nicht gern daten. Dann pack deine wilde Frau aus, weil die hat Lust, Erfahrung zu machen. Die ist spontan, genießt Casual und Circular Dating, hat Lust, Erfahrung zu machen, datet mehrere Männer gleichzeitig, hat da auch kein Problem mit. Ja, gibt sich allerdings dann nie jemandem ganz hin, aus der Angst heraus, zu viel Me-Time einbüßen zu können, sich zu sehr verbiegen zu müssen. Und was auch der Fall ist, dadurch, dass sie ja sehr viel Tiefe hat, dieser Anteil in dir, sehr viel, also es ist nicht der Typ, mit dem du so Smalltalk machen kannst, ja, so die Jungfrau oder, das kann eben auch sein, wenn die wilde Frau verletzt ist, dass sie sehr viel, naja, so eine Schwere in sich hat, ja, weil sie immer nur Deep Talk will beispielsweise. Und dann fällt es ihr auch schwer, jemanden zu finden, mit dem sie sich tief verbinden kann. Sucht insgeheim nämlich nach einer tiefen und spirituellen Verbindung, jemand, mit dem sie auch so ihre wilde Natur ausleben kann. Und sie ist nicht mehr bereit, eintönige, unbewusste Beziehungen einzugehen. Beispielsweise hatte ich mit meinem Partner am Anfang, wir haben so eine erfüllte Beziehung, die hat so viel Tiefe. Und am Anfang, als ich ihn kennengelernt habe, ich gemerkt so, oh, so sein Freundeskreis, die gehen ja schon sehr viel feiern auch und leben so ihr Leben. Und da habe ich erst mal kurz gedacht, so, ist das was? Und habe dann gemerkt, hey, es geht alles, es geht beides, ja, es geht Tiefe und es geht. Und das hat mir auch geholfen. Zum Beispiel hat mein Partner mir geholfen, dahingehend auch wieder mal ein bisschen mehr Leichtigkeit zu spüren. Ja? Ich finde zum Beispiel, es ist gar nicht so schlecht, wenn eine White Woman jemanden hat, der sie erdet. Ja? Sie verliebt sich, das ist ein schön, sehr, sehr schöner Aspekt der White Woman im Dating. Sie verliebt sich in die Seele des Gegenübers, unabhängig vom Aussehen, vom Erfolg oder vom sozialen Status und vielleicht sogar unabhängig vom Geschlecht. Ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, dass du irgendwie jemanden anziehen fandest, obwohl das jetzt gar nicht so dein Typ ist. Ja? Du wusstest aber einfach, das ist die Seele. Das ist vielleicht auch meine Seele, die diese Seele gesucht hat. Ja? Sie erscheint dem Partner eher mystisch und fremd, was ein sehr guter Aspekt ist, gerade so im Dating. Da ziehen sich ja eben so Gegensätze an und wenn ein Mann merkt, boah, die Frau hat Tiefe, die inspiriert mich irgendwie so, das ist ein richtig guter Move, den du am Anfang machen kannst, deine wilde Frau zu leben, weil dadurch eine Polarität entsteht. Und ihr habt ja schon gelernt, Polarität bedeutet in einer Beziehung Anziehungskraft. Und wenn du irgendwas, und deswegen, das finde ich immer so schade, dass in Beziehungen so häufig dann die Anziehungskraft verloren geht, weil sich die Pärchen, die Mann und Frau angleichen. Ja, also ich bemerke das zum Beispiel in unserer Beziehung, habe ich das am Anfang gemerkt, dass so, ich finde es großartig, ja, dass mein Partner beispielsweise hat am Anfang aufgehört zu rauchen, ja, wo sowas hat sich, also er war immer schon sehr, sehr gesund unterwegs, aber hat zum Beispiel sehr viel geraucht und hat irgendwie, also das sind so Unterschiede, was ich gut finde, was dann zum Beispiel sich verringert hat, ja, aber dann gibt es so Dinge, dass dann viele Pärchen anfangen, immer nur alles gemeinsam zu machen und alle Interessen gleich zu haben, dann gehen ja die Unterschiede verloren, dann kommt zu einer Art Symbiose und du machst nur dieselben Sachen. Wo ist denn dann noch das Faszinierende am Anfang, am anderen? Ja? Und deswegen, das liebe ich zum Beispiel, da meine wilde Frau auszuleben, weil ich dahingehend ganz, ganz anders bin als mein Partner. Und dadurch fragt er mich ganz viel, ist neugierig, möchte meine Welt verstehen. Ja? Und umgekehrt ist das genauso. Und das macht ganz, ganz viel mit der Beziehung. Sie ist sehr gut darin, Menschen zu lesen. Sie weiß, ahnt Dinge, die sie nicht wissen kann, ohne die Person richtig zu kennen, was positiv sein kann im Dating. Daher kann sie auch sehr schnell Red Flags habt ihr ja schon kennengelernt, wird sie sehr, sehr schnell Red Flags erkennen an der anderen Person und sehr schnell auch sagen, nee, dafür ist es mir nicht wert, ein Stück meiner Freiheit aufzugeben. Und dann gibt sie weiter an die Königin, die dann weiterzieht. Sie kann Themen und Wunden fühlen, neigt dann aber leider auch dazu, sehr schnell den anderen irgendwie heilen zu wollen, was nie gut ist mit einem Mann. Sie hat keine Zeit für oberflächliche Beziehungen, also auch da darf es tief gehen.
Braucht keinen Partner, sagt sie sich zumindest. Ist unglaublich glücklich als Single, ja, was sehr, sehr schön ist, aber auch abrutschen kann in einen, boah, ich brauche niemanden, I'm a free soul, ich brauche es einfach nicht, ja. Und dann auch wieder diese, sich auf jemanden einlassen zu können. Sie läuft wenig Gefahr, gleich zu Beginn zu klammern, weil sie eben so freiheitsliebend ist, hat ihr eigenes Leben, ihr wildes Leben. Sie wirkt zu Beginn anziehend, darf sich dann aber committen. Also wenn du die, vielleicht, ich weiß nicht, wie deine Muster so sind, ja, wenn du im Dating warst, warst du immer sehr anziehend, hast du leicht jemanden kennengelernt, wirkst du generell anziehend auf Männer, dann kann das sein, dass das diese wilde, mystische Frau ist in dir und die sich dann aber irgendwann zu einem gewissen Punkt auch committen darf. Wenn sie gemerkt hat, da ist ein Mann, der ist ein High-Value-Man, der kann sich eine Zukunft mit mir vorstellen, der schießt sozusagen den Armaufwall mit dem Ring auf mich. Dann darfst du dich als Wild Woman auch committen, da darf die Wild Woman ein bisschen gezügelt werden. Hier erkenne ich mich. Wo genau, Yvonne? Was meinst du? Schreib gerne mal in den Chat. In der Partnerschaft, die Wild Woman, sie fühlt sich in der Beziehung oft allein, vor allen Dingen, wenn sie verletzt ist. Da haben wir auch wieder das. Vielleicht der Partner versteht das nicht so, kann mit der Wildheit nicht so umgehen. Die entwickelt sich nämlich auch ständig weiter. Sie ist ja wie die Natur. In der Natur gibt es auch keinen Stillstand. Und das ist auch bei deiner Wild Woman der Fall. Sie ist so ein bisschen immer irgendwo wie so on the run und immer auf der Suche nach neuen Erfahrungen. Ja? Das kann natürlich dann dazu führen, dass sie ihren Partner schnell entwächst. Bedeutet eben durch diese Entwicklung, dass der Partner dann schnell gefühlt zu klein wird. Hat leicht das Gefühl, dass sie dann der Lehrer für den Partner ist und das ist niemals gut, der Lehrer zu sein. Und schwankt so ein bisschen dazwischen, einen spirituellen Partner zu wollen, jemand, der so in die Naturverbundenheit mitlebt, der auch so ein Free Spirit ist, um mit gleicher Geschwindigkeit wachsen zu können. Aber auf der anderen Seite sehnt sie sich auch nach jemandem, der außerhalb der Bubble ist, ja, der außerhalb dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität ist, der einfach auch so ein bisschen wieder normal ist und sie ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholt, ja. Ist sehr, sehr spannend, finde ich. Sie braucht sehr viel Zeit für sich, sehr viel Me-Time, auch in der Partnerschaft, was an sich sehr gut ist, werden wir gleich noch zu kommen, wenn das nicht verletzt ist, wenn es eben diese gemeinsame Straße gibt in der Beziehung, aber eben auch die individuellen Straßen, denn die individuelle Straße wird bei der Wild Woman sehr stark befahren. Wenn sie verletzt ist, deine innere Frau, kann das aber sein, dass du die zu sehr befährst und dann kann das sein, dass dein Partner entweder zu sehr klammert oder aber er sich einfach auch wünscht, dass ihr wieder mehr auf die gemeinsame Straße geht. Ne? Kann gerade passieren, gerade wenn du im Business wild wirst, wenn du sehr viel für dein Business tust und sehr viel dein Fokus darauf hast, dass der Partner sich wünscht, dass die Beziehung auch wieder mehr Priorität hat. Ja? Sie hat unkonventionelle Werte, glaubt nicht wirklich an die Ehe. Also kann sein, dass sie so der Typ ist, offene Beziehung, Polygamie, ja, also zum Beispiel, dass sie mehrere Partner haben kann. Da wäre, wenn das bei dir der Fall ist, dann kann das sein, dass das einfach deine Wild Woman ist, die gesagt, boah, ich bin nicht hier auf der Welt, um nur mit einem Partner meine Erfahrung zu machen. Ja, kann sein. Bin ich zum Beispiel nicht der Typ zu, und durfte ich zum Beispiel lernen, meine Wild Woman noch ein bisschen mehr freizulassen, auch zu verstehen, dass es das dritte, unbekannte Dritte gibt, ja, und auch das Fremde völlig normal ist und das auch Einzug halten darf in die Beziehung. Muss nicht sein, dass das eine andere Frau oder ein anderer Mann beispielsweise ist, aber das Unbekannte wieder Einzug oder wieder mit in die Beziehung reinzubringen. Ja? Was macht sie denn dann, wenn man das Gefühl hat, dass man den Partner entwächst, da ich das von alten Beziehungen kenne und es nicht gern in meiner jetzigen hätte? Genau. Also ich bin sowieso der Fan, ein Riesenfan von Kommunikation. Ja? Kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren. Liebe Saskia, wenn du dich ängstlich fühlst davor, kannst du wieder in den Queen-Mode gehen und die Kommunikation auspacken, also zu sagen, ruhig mal mit deinem Partner darüber zu sprechen. Zu sagen, ich liebe das, mich selber weiterzuentwickeln. Skripte dir das auch vorher, ne? Weil du möchtest ja keinen Vorwurf machen und du möchtest auch nicht, dass dein Partner sich schlecht und klein fühlt. Das heißt, es ist wichtig, an dieser Stelle zu sagen, ich fühle mich ängstlich davor, dass wir uns irgendwann, wir, ja, dass wir uns irgendwann voneinander entfernen, weil ich eben so viel für mich tue und das wünsche ich mir eben von meinem Partner auch.
Ja? Und dann kann das sein, dass dein Partner erstmal denkt, so, was will sie denn jetzt von mir? Will sie denn jetzt, dass ich mich auch da weiterentwickle? Ja, also du darfst ja vorher auch klar sein, was wünschst du dir denn von deinem Partner? Ist es das, dass, ist es wirklich das, dass er auch mitwächst, dass er sich auch mit sich selber beschäftigt? Was steckt da wirklich hinter? Also auch wieder Bewusstmachung. Werd dir klar darüber, was wünschst du dir von deinem Partner? Und dann kannst du das Queen-like kommunizieren. Ja, ohne Vorwurf, ohne dass er sich schlecht fühlt. Einfach nur zu sagen, wovor fühlst du dich ängstlich? Was macht das mit dir und was wünschst du dir denn eigentlich stattdessen? Niemals zu sagen, du und du und du, sondern ich fühle mich so und so und das wünsche ich mir. Und glaub mir, wie bei, war das hier bei unserer, unserer Nelly, die gesagt hat, sie möchte umziehen. Auch da, ne, wie schnell der Mann dann doch reinjumpt, wenn die Frau das möchte. Männer wollen Frauen glücklich machen, ganz wichtig. Wie du die wilde Frau in deiner Beziehung, hilft dir das, Saskia? Wie du die wilde Frau in deiner Beziehung aktivierst, ja, um so dieses Mystische, diese Fremdheit wieder mit reinzubringen. Warum ist das, kleiner Hinweis, warum ist das so wichtig? Ja? Jeder Mann und jede Frau sind auch anders. Ja? Das ist jetzt nur ein Extrem, was ich hier angebe mit weiblich-männlich. Ja? Die Frau, ne, stereotypisch ist das jetzt, aber die Frau, und das erkennen viele Frauen, erkennen sich da wieder. Kann sein, dass du dich nicht wiedererkennst, aber die meisten Frauen erkennen sich da wieder. Die Frau liebt es, sich mit Dingen anzufüllen. Das ist weiblich, ja, anzufüllen mit Emotionen, mit Essen, mit Zeit mit Freundinnen und Freunden, eben auch sich anzufüllen mit männlicher Energie, die sie vom Partner bekommt, männliche Präsenz. Ja? Der Mann neigt aber eher dazu, die Wildheit zu haben. Ja? Also sich lieber, also kannst du dir das wie so ein Gefäß vorstellen, der möchte sich immer entleeren, weil Männer generell viel im Kopf sind, ja, viel in der Ratio sind, viel lösungsorientiert sind und dadurch eben auch viel Zeit für sich beispielsweise brauchen. Was passiert ganz schnell in Beziehungen, dass der Mann irgendwie sich entfernt und die Frau rennt hinterher? Ja, und davon gehen wir ja weg, indem wir Lean Back und die Königin praktizieren, ja, aber auch die wilde Frau kann dir da extrem helfen, dass du anfängst, dich anzufüllen mit anderen Dingen als nur der männlichen Energie. Ja, und dann kommst du auch nicht zu Konflikten. Wie du das tun kannst, verbringe mehr Zeit allein und widme dich deinen spirituellen Praktiken und Ritualen, also auch hier all das, was du für dich selbst tust, Selbstliebe, Meditation, Sport, mal wieder ein neues Hobby, irgendwas Neues ausprobieren, alleine reisen, mit Freundinnen reisen, mit Freunden reisen. Das ist alles eine Avenue of Fulfillment, die du neben dem Partner hast, ja, die du neben deinem Partner kultivierst. Kann auch dein Business sein. Ja. Buche ein Retreat mal nur für dich alleine. Also frage dich, wann hast du das letzte Mal wirklich Zeit für dich alleine verbracht? Gibt es das überhaupt? Und bring mehr Abenteuer in deine Beziehung, vielleicht ein bisschen Spontanität und Freiheit ist da auch so der Schlüssel, ja, also fühlt euch mal gemeinsam frei. Wann habt ihr euch das letzte Mal so gemeinsam so richtig frei gefühlt, ja? Mein Partner hat letztens irgendwann gesagt, das fand ich großartig, meinte er irgendwann so, da war irgendwas und dann hat er zu mir gesagt, hast du nicht mal Lust so richtig zu schreien, ja? Und dann sind wir gemeinsam raus und haben geschrien, ja, also sowas zum Beispiel, gemeinsam die Freiheit auch zu leben. Und erlaube deinem Partner, also auch liebe Saskia, nimm da die Verantwortung auf dich in dem Sinne. Erlaube deinem Partner, Teil deines spirituellen Weges zu sein. Lade ihn ein, mitzumachen, auszuprobieren. Nicht zu sagen, du musst, sondern sprich halt selber mal darüber, wie gut dir Meditation tut, wie gut dir Breathwork tut und lade ihn ein, da mitzumachen. Ja? Es wird sich schön anfühlen, wenn wir das mal gemeinsam machen, lieber XY. Ja? Genau. Auch ein wichtiger Punkt, nee, der kommt jetzt gleich, zeige offen all deine Emotionen. Die wilde Frau lebt ihre Emotionen, also die Liebende, die hat ja der liebende Anteil in dir, der fühlt sehr viel, der kann sehr gut Dinge fühlen und daraus auch ein Kunstwerk machen. Ja? Und die wilde Frau, die ist diejenige, die diese Emotionen dann offen zeigt. Eine Wut, eine Wildheit, ja, teile ehrlich, wie du dich fühlst, das hatten wir ja schon mal besprochen. Dein Partner liebt dein emotionales Spektrum, dein gesamtes Spektrum an Emotionen. Ja. Wenn ich zum Beispiel mal wütend mich fühle, ja, ohne Vorwurf, immer wichtig, sondern einfach wütend fühle, dann kommt mein Partner und sagt, wow, das finde ich richtig heiß. Ja. Weil Männer lieben das, wenn Frauen ihre Emotionen spüren und die auch zum Ausdruck bringen. Eröffne deinem Partner deine wilde Seite. Also verrate ihm auch mal Teile, die du vielleicht vorher heruntergespielt, versteckt hast. Gibt es irgendwas, was du ihm bisher vielleicht vorenthalten hast, weil du dachtest, boah, das könnte dem irgendwie nicht so gefallen. Ja? Oder es gibt irgendwie, ich liebe das ja zum Beispiel auch in Beziehungen, darf es auch Privatsphäre geben und darf es auch Geheimnisse geben. Ja? Und
Ich weiß, dass das zum Beispiel auch Interesse weckt beim Partner, wenn du nicht, wenn ihr nicht alles voneinander wisst. Es gibt ja die Paare, die auch sagen, das ist auch was Wunderschönes, es ist ein riesen Vertrauensding, dem Partner auch vieles zu erzählen. Aber es gibt ein paar Dinge, muss die dein Partner unbedingt wissen. Ja? Darf da nicht ein bisschen Interesse bleiben? Zeige dich ganz natürlich, mal ungemachtes Haar, trage keinen BH, trau dich das mal, ohne Make-up, zeige dich so nackt wie möglich und stehe selbstbewusst dazu. Das lieben Männer, ja. Mein Partner sagt sowieso immer, er findet mich am schönsten, wenn ich morgens ungeschminkt mit ungemachtem Haar neben ihm aufwache. Ja. Wie lebst du deine Wut aus? Ja, ich erlaube sie mir. Also wenn ich spüre, da ist, Frage ist, Julia, spürst du deine Wut überhaupt? Kannst du dich überhaupt wütend fühlen? Ja, weil zum Beispiel ich kann mich sehr gut wütend fühlen und die auszuleben bedeutet für mich dann auch immer zu gucken, was ist gerade, also auch mal impulsiv zu sein. Ja, es gibt ja immer das, dass ich sage, wenn es in den Vorwurf geht, dann gibt es da wie so einen Raum zwischen Reiz und Reaktion. Ne? Das heißt, wenn ich spüre, ich bin wütend auf meinen Partner, dann nutze ich meistens den Raum zwischen Reiz und Reaktion aus und gucke, dass ich keinen Vorwurf mache. Manchmal nutze ich diesen Raum aber nicht aus und dadurch, dass ich gelernt habe, wie die Königin zu kommunizieren, bin ich dann wütend und bin richtig vehement, aber nicht im Vorwurf. Dann sage ich zum Beispiel sowas, ich habe meinen Partner tatsächlich auch schon mal angeschrien, aber nicht in so einem, also doch richtig angeschrien, aber nicht in einem, du hast das und das gemacht, ja, sondern ich habe gesagt, ich fühle mich wütend. Ich fühle mich wütend, weil ich gerne mehr Zeit mit dir verbringen würde. So, das ist sowas, was nichts mit dem Vorwurf zu tun hat, sondern einfach die eigene Emotion ausdrückt, was ich mir wünsche. Ja, das mal aus, also wirklich dieses Queen, die Queen-Kommunikation ohne Vorwurf, die zu üben und dann auch ruhig mal impulsiv zu sein. Also den Raum zwischen Reiz und Reaktion nicht auszunutzen. Eröffne deinem Partner deine wilde Seite. Genau, und wenn du gar keine Wut spürst, dann kann das tiefer liegend sein. Also dann, da würde ich dahingehend vielleicht auch mal ein Coaching machen oder so zu gucken, wie komme ich denn mal wieder an meine wütende Seite? Worauf bin ich denn wütend? Weil Wut natürlich auch was extrem Produktives sein kann. Ne? Wut, das weißt du ja, Wut kannst du umwandeln in Umsetzerkraft. Genau, eröffne deinem Partner deine wilde Seite, verrate ihm Teile, zeig dich so nackt wie möglich, einfach mal ausprobieren, wenn du das bisher nicht gemacht hast. Auch sehr wichtig, wenn du die wilde Seite in dir sehr, sehr extrem bereits lebst, dann schau mal, wo bist du vielleicht zu sehr im Vorwurf? Ja, die wilde Frau zügelt sich halt nicht und wenn sie verletzt ist, dann kann sie sich nicht zügeln. Dann hat sie keine Möglichkeit zu entscheiden, ob sie jetzt Vorwürfe macht oder nicht. Da wir aber ihr kennt die vier goldenen Regeln, ja, da wir aber keine Vorwürfe machen wollen in der Beziehung, darfst du bewusster mit deinem Groll umgehen, ja, oder mit deinen Gefühlen umgehen. Und auch teilweise, was ich am Anfang oft gemacht habe, ist auch Dinge geskriptet, ja. Also wenn ich irgendwas hatte, was ich mit meinem Partner besprechen wollte, dann habe ich mir aufgeschrieben, wie ich das denn jetzt in Ich-Botschaften mitteilen möchte. Committe dich. Fühl mal rein, also bei Julia, bei dir weiß ich, dass du committed bist, aber vielleicht die eine oder andere, die das noch nicht hat, die sagt, boah, irgendwie merke ich, dass ich da so meinen Schutzmechanismus habe und irgendwie immer noch versuche, es gibt verschiedene Schutzmechanismen, kann ich das Buch Jeder ist beziehungsfähig von Stefanie Stahl sehr empfehlen, da mal reinzugehen, was für Schutzmechanismen hast du denn in Beziehungen? Kann das sein, dass du zum Beispiel als White Woman sehr oft einfach immer wieder die Distanz suchst zu deinem Partner? Immer wieder, indem du zum Beispiel Streit anzettelst, indem du irgendwie guckst, dass ihr euch nicht zu nahe kommt, indem du immer wieder abhaust und auf Distanz gehst, auch räumlich, ja, und dazu sagen, nein, ab heute committe ich mich, ja, weil die White Woman kann eine Beziehung führen, aber muss nicht künstlich eine Distanz schaffen. Sie macht das auf andere Art und Weise, ja. Nähe, Distanz ist ja wichtig in der Beziehung, aber du kannst auch Distanz schaffen, indem du einfach du bist, indem du einfach auch, wie gesagt, mal Teile von dir zeigst, die dein Partner vielleicht noch nicht kennt. Sprich deine Gefühle und dein Befinden immer direkt an und laut aus und folge da deinem Impuls. Also teile immer das, was du fühlst und wenn das Drama ist, teile das mit deinem Partner, aber auf eine liebevolle Art und Weise. Ja? Nimm dir genug Me-Time, um eben auch heilen zu können als Wild Woman. Und ganz wichtig, steh auch mal zu deinem Wort, sei verlässlich. Also da auch zu gucken, Partner wünschen sich einfach auch, wollen mit dir eine Zukunft kreieren, wollen sich auf dich verlassen können, vor allen Dingen, wenn sie mal nicht dir Energie geben können. Ja? When he's not watering your fountain.
kannst du dann auch mal für ihn da sein. Kannst du, da kann dir die Mutter sehr helfen, ja. Kannst du auch mal mütterlich sein, ja. Auf der einen Seite wollen sie natürlich auch sehr, eine sehr empfangene Frau, aber wollen auch, wenn sie mal nicht geben können, auch wissen, da ist eine Frau, die auch mal geben kann, ja. Das ist so diese Unterscheidung. Und ein anderer Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben habe, der hier nicht steht, wenn eine wilde Frau in der Beziehung verletzt ist, dann kann das sein, dass sie sehr stur ist, sehr auf ihren Standpunkt verharrt und möchte immer Recht haben. Und da bitte ich dich ab heute mal, die Wild Woman zu zügeln und mal zu gucken, wann möchte ich denn Recht haben? Und kann ich nicht meinem Partner nicht auch einfach mal das Gefühl geben, dass er Recht hat? Ich habe, mittlerweile ist es bei mir ein positives Muster geworden, dass wenn mein Partner zum Beispiel sagt, so und so ist es, auch wenn ich weiß, dass ich eigentlich Recht habe, dass ich sage, ja, das macht Sinn. Ja? Einfach machen, mal ausprobieren. Ja? Das verändert ganz viel. Natürlich nicht, wenn es jetzt um Dinge geht, wo du wirklich jetzt sagen möchtest, dass das, oder wo das wirklich wichtig ist, dass da jetzt nicht ein Fehler gemacht wird oder so. Ne? Aber bei unwesentlichen Dingen, ja, was hatten wir denn? Wir hatten schon so oft irgendwas, wo ich gesagt habe, das ist aber so und so und er so und so. Und dann habe ich gesagt, ja stimmt, du hast eigentlich recht. Probier das mal aus. Wird sich was verändern in deiner Beziehung? So, seid ihr bereit für die wilde Frau in Arbeit und Karriere? Seid ihr bereit? Seid ihr noch da? Ich weiß, es ist mal wieder sehr viel für diesen Archetypen, aber auch ein ganz spannender Archetyp, der auch in der Beziehung ganz viel verändern kann, ganz viel neuen, frischen Wind reinbringen kann. Schreibt gerne mal kurz hier rein. Yes, Anne ist noch da, Saskia noch da, Nelly noch da, Julia noch da, sehr, sehr schön, Lisa da. Großartig. Dann let's do it in der Arbeit und der Karriere im eigenen Business. Hat die wilde Frau auf jeden Fall ihren Platz, definitiv. Sie hat nämlich einen sehr starken Unternehmergeist, ja, weil sie möchte, also sie kann gar nicht in einem Käfig eingesperrt sein. Sie hat eine Riesenvision, sie hat eine Message und diese Message, die hat richtig Wucht, die hat Feuer, ja. Sie kann auf gar keinen Fall in einem 9-to-5-Job festgehalten werden. Das heißt, wenn du jetzt hier sitzt und vielleicht auch noch nicht selbstständig bist, noch kein Business hast, merkst aber so, boah, ich kann das nicht, dass mir jemand was sagt, dass mir jemand sagt, wann ich wie wo sein soll. Ich möchte dann arbeiten, wann ich will, wo ich will, mit wem ich will und bin auch bereit, da rauszugehen, mich zu zeigen und whatever it takes, ja, bin bereit, alles zu tun, dann wird das deine wilde Frau sein und die wird sich nicht einsperren lassen, das verspreche ich dir. Sie hat eine Message, die auch polarisiert, ganz wichtiger Punkt. Polarisierung bedeutet immer auch, dass sich manche Menschen nicht mögen und der Wild Woman ist es egal. Sie hat eine Message und ihr ist es egal, ob die Message irgendwie komisch ankommt. Ja, was schon immer so der Fall ist, wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die dir wirklich sehr wichtig sind, ja, dann solltest du mit denen auch darüber sprechen, dass du dich ängstlich fühlst, dass sie dich vielleicht nicht mehr mögen könnten, wenn du mit deiner eigenen Wahrheit rausgehst. Und du wirst sehen, dass da Wunder passieren, ja, dass da Mighty Magic passiert, wenn du mit Menschen ganz offen sprichst. Sie braucht das Gefühl, dass sie für ihr Leben verantwortlich ist. She who leads herself, das ist die Wild Woman. Sie könnte sich so fühlen, als würde sie ein Doppelleben führen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, dass du in deiner Karriere oder in deinem Business oder wo auch immer du dich bewegst, dass du so das Gefühl hast, da bist du so voll rational und musst so voll im Kopf sein und eigentlich so zu Hause im stillen Kämmerlein bist du voll die Wild Woman. Ja, das kann sein, dass dich die wilde Frau so fühlt. Und da gilt es halt zu gucken, wie kann deine wilde Frau noch mehr Einzug erhalten in alle Lebensbereiche. Es fällt ihr sehr leicht, mehrere Einkommensströme zu haben, weil sie wild ist, weil sie frei ist, weil sie auch finanzielle Freiheit anstrebt, ganz wichtig, weil sie sich nicht von Geld oder von anderen Menschen, von Zeit oder irgendwas einschränken lassen will. Sie wird für ihr Gefühl und ihr Gespür für die Dinge sehr geschätzt. Sie hat eine enorme Intuition, die natürlich in Arbeit und Karriere auch nicht fehlen darf. Sie zieht es vor, allein zu arbeiten. Auch da wieder, sie braucht den Fokus, braucht sehr viel Raum für sich, für ihre eigene Intuition. Lässt sich nicht sagen, was sie tun soll, kann nicht geführt werden. Das heißt, ist prädestiniert, Selbstständigkeit anzustreben. Hält sich ungern an die Regeln und ist ein Freigeist, muss ihren eigenen Zeitplan haben können. Ich beispielsweise, ich kann nicht 9-to-5 arbeiten. Ja, meine Wild Woman ist da einfach zu stark und das durfte ich mir irgendwann auch eingestehen. Und meine Wild Woman ist auch zu, liebe Anne, das gilt jetzt dir, meine Wild Woman ist auch zu stark, als dass ich mir irgendwie 8 Kunden am Tag, 8 Coachings reinhauen könnte. Geht nicht.
dafür bin ich zu wild. Dafür ist mein Streben zu groß, danach nur der Freude zu folgen, ja, und dem zu folgen, was für mich richtig anfühlt. Deswegen habe ich mich für ein Mighty Business entschieden. Sie präferiert ein digitales Nomadenleben, ja, also das ist auch wieder ein sehr krasses Extrem, ja, das ist jetzt zum Beispiel nicht, was ich brauche, um mit dem Rucksack und meinem Laptop durch die Welt zu wandern, aber die wilde Frau liebt es auf jeden Fall, unabhängig vom Ort zu sein, also auch zu sagen, boah, nächste Woche Coworking auf Mallorca, bin dabei, ja. Auch wenn sie ihren Job liebt, fühlt sie sich schnell davon gefangen und erstickt, und da darf die Wild Woman auf jeden Fall auch drauf achten, wenn sie zu sehr ihren Impulsen folgt, dass sie dann auch teilweise mal den Fokus verlieren kann. Ja? Die verletzte wilde Frau in Arbeit und Karriere kann für ihre Dienstleistung kein Geld annehmen. Ganz wichtig, wenn die wilde Frau zu sehr in diesem, oh, wir sind alle eins und ich möchte meine Dienstleistung, mein Produkt allen zugänglich machen, kann das sein, dass sie kein Geld annehmen kann. Schwierig. Ja? Sie verschenkt vieles, gibt kostenlose Coachings, Dienstleistungen, will immer allen helfen. Sie will lieber, dass jeder Zugang zu ihrem Wissen und Können bekommt, so ein bisschen wie so die Schamanin, die sagt, die ganze Welt, ich will die ganze Welt heilen, hat daher aber wenig Geschäftssinn und kann nicht so gut mit Geld umgehen, ja? Weil da durfte ich meine wilde Frau auch zügeln und sagen, hey, ich setze mir da die Krone auf, habe mir meine Königin zu Rate gezogen, gesagt, ich möchte, dass mein Kelch voll bleibt, ich kann nicht für alles und jeden da sein, ich möchte, dass mein Kelch voll bleibt, damit andere daraus trinken können. Sie redet sich ein, kein Reichtum zu brauchen, sagt sowas wie, Geld ist mir nicht wichtig. Darf verstehen, dass Geld unglaublich wichtig ist, um kreieren zu können, um weiter als Wild Woman die Message zu verteilen, zu verbreiten. Ist nicht so ganz fähig, Entscheidungen zu treffen. Vielleicht erkennst du dich da wieder. Erkenne mich da sehr gut wieder. Mich festzulegen auf die eine oder andere Sache, das braucht bei mir einfach ein bisschen, weil die Wild Woman eben nicht, Entscheidungen bedeuten ja auch immer, sich auf etwas festzulegen, was gegebenenfalls ein Zwang sein kann. Ja? Sie tut das Gegenteil von dem, was von ihr erwartet wird, ist so sehr rebellisch, was das angeht, und sie ist unfähig, sich Ziele zu setzen, sie zu verwirklichen, weil sie sich ständig wieder verändern. Also auch da wieder der fehlende Fokus, wenn die wilde Frau verletzt ist. Wenn du jetzt gemerkt hast, kannst du gerne mal reinschreiben, wo erkennst du dich wieder? Ist deine wilde Frau in deiner Karriere eher aktiviert? Ist sie überaktiv oder ist sie verdrängt? Kannst du gerne mal reinschreiben. Hast du dich wiedererkannt? Genau, weil dann kommt jetzt der Part, in dem ich dir verrate, wie du die Wild Woman aktivieren kannst oder wie du sie auch heilen kannst, dass sie dir im Business, in der Karriere, im Job auch nicht mehr im Wege steht. Schreib gerne mal hier rein. Meine ist verdrängt, schreibt Saskia. Love it, deine Direktheit. Dann darf die raus, weil du jeder Mensch da draußen, der eine Message hat, der berühmt geworden ist, der sichtbar geworden ist mit einer eigenen Message, hat eine White Woman in sich. Ja, die so wild und ungezähmt ist, rebellisch ist, gegen den Strom schwimmt. Ganz wichtig auch, werde ich morgen ganz viel drüber sprechen. Die hat die wilde Frau in dir, hat immer irgendeine Message, die voll und damit fällst du auf und musst auffallen in der heutigen Welt. Hat immer eine Message, die so gegen den Strom schwimmt. Wenn alle das sagen, sagt sie aber das. Nicht immer, aber bei gewissen Dingen. Und das erregt Aufmerksamkeit. Und das darfst du dir auch wieder A erlauben und B auch mit den Konsequenzen fein sein. Ja? Zum Beispiel eben nicht von jedem gemocht zu sein. Wie sieht es bei den anderen aus? Schreib gerne mal hier rein in den Chat. Verdrängte wilde Frau oder verletzte wilde Frau in Arbeit und Karriere. Wie du sie aktivieren kannst. Saskia, das gilt dann dir. Vertraue auf deine Intuition. Lasse dich bei allen Arbeitsentscheidungen von ihr leiten. Also auch da gibt dir Me-Time, um mal auf deine innere Stimme zu hören. Auch Körperresonanz wieder zu nutzen, mal zu gucken, wie reagiert denn mein Körper, wenn ich an Kooperation XY denke oder wenn ich da an den nächsten Schritt in meiner Karriere denke. Wie fühlt sich das an? Dafür brauchst du aber den Raum. Ja? Vertraue deinem eigenen Weg. Auch hier wieder. Queen Energy, you are not for everyone. Vertraue deinem Weg. Dein Weg ist ein anderer als meiner, als von Coach XY, als von Familienmitglied XY. Du hast deinen eigenen Weg. Mache deine eigenen Regeln, ja? Unterdrücke nicht, was du wirklich fühlst, nur um gut zu sein oder zu gefallen. Drop the good girl. Sei radikal ehrlich und authentisch. Also wenn du schon lange was mit der Welt da draußen teilen wolltest, mit deinem Umfeld oder
wo auch immer, ja, dann teile, dann sei radikal ehrlich und authentisch. Sprich deine innere Wahrheit. Denn das wird ankommen. Du wirst auch merken, dass deine Energie eine ganz andere sein wird, wenn du anfängst, deine innere Wahrheit zu sprechen. Wenn du selbstständig bist und remote arbeiten kannst, dann do it, dann mach das, probier das mal aus, auch mal von woanders zu arbeiten, mal ganz andere Dinge zu machen. Du kennst ja mein Bild mit der Neuroplastizität, dass ich anfange, neue Synapsen zu verknüpfen, wenn du jetzt anfängst, Dinge auch mal anders zu machen. Gehe mal auf ein Solo-Abenteuer, lerne das digitale Nomadenleben kennen und lass dich darauf ein, deinen Impulsen zu folgen. Ihr kennt vielleicht das Buch The Surrender Experiment von Michael Singer, der einfach zu allem, was ihm im Leben begegnet ist, einfach Ja gesagt hat. Klingt sehr wild, ist aber spannend, ja, mal zu gucken, was kommt denn, was schenkt dir das Leben denn und ja, welchen Impulsen kann ich da auch mal wild folgen? Wie du die wilde Frau in Arbeit und Karriere heilst. Ich komme gleich zu euren Kommentaren. So, wenn deine wilde Frau einfach zu aktiv ist, du merkst, du findest keinen Fokus, du bist irgendwie alles gegen alles und jeden, ne? da will immer was raus aus dir, du kannst dich nicht festlegen, fühlst dich nicht geerdet und hast auch das Gefühl, du hast keinen Geschäftssinn und irgendwie ist so die wilde, diese Hippie-Natur in dir, die Liebe für alles branden will und daher ihre Produkte auch viel zu günstig zum Beispiel rausgibt, dann arbeite an deinem Money-Mindset, stelle deinen Wert in Rechnung, trau dich da auch einfach mal. Wir haben vorhin gesagt, dass ich im Moment so sehr in diesem wilde Frau-Modus bin, was mein Marketing angeht, aber auch in meiner Queen-Energy, was mein Money-Mindset angeht, dass ich auch sage, ich sage Nein zu Kunden, obwohl die mir jetzt vielleicht 5 bis 10k Umsatz bringen könnten, sage ich Nein, wenn sie nicht passen. Ja, und das habe ich zu meinem neuen Standard gemacht. Verstehe, immer aus Liebe zum Unternehmen, du nimmst ja Geld, damit du auch dein Unternehmen aufrechterhalten kannst. Wie traurig ist es, wenn du nicht mehr genug Geld hast, dass dein Unternehmen weiter fortbestehen kann? Deswegen ist es deine Pflicht, Geld zu nehmen und nicht wenig Geld zu nehmen. Vor allen Dingen, wenn du eine geile Sache an den Start bringst. Etabliere eine Struktur und Arbeitsorganisation. Also du darfst in deiner Arbeitsorganisation, in deiner Struktur immer eine Flexibilität haben, sonst wird deine Wild Woman verrückt. Aber auch wenn du sagst, Struktur und Arbeitsorganisation ist so gar nichts für mich, schau mal, dass du einen minimalen Standard an Struktur und Arbeitsorganisation an den Tag legst, ja? Weil das wird dir auch wieder helfen, das ist bei mir so, wenn ich einen gewissen Rahmen habe, wenn ich eine Struktur habe, dann kann ich mich in diesem Rahmen sehr flexibel fühlen, sehr kreativ fühlen. Wirkt sich sehr gut aufs Business aus. Hole dir Unterstützung, doch lass sie dir nichts aufdrücken. Das heißt, als White Woman tendierst du ja eher so dazu, den eigenen Weg zu gehen, alles selber zu machen, rebellisch zu sein, ja, brauche ich nicht, die Person XY hat eh keine Ahnung. Hol dir mal Unterstützung, lass dir mal unter die Arme greifen, öffne dich mal auch für die Meinung von jemandem anderen, aber auch da prüfe alles, ne, du musst nicht immer alles glauben, sondern prüfe das für dich. Sei verantwortungsbewusst, mach dir auch immer klar, hey, wenn ich nicht strukturiert bin, wenn ich nicht fokussiert bin bei meiner Arbeit, im Business, dann leiden andere darunter. Und das möchtest du nicht, ja? Wege ab, Freiheitsgeist versus Umsatz wird zu Hause gemacht. Das hat mein erster Business Coach immer zu mir gesagt. Nathalie, Umsatz wird zu Hause gemacht. Das war für meine Wild Woman schrecklich, ja. Aber auf der anderen Seite stimmt das ja irgendwo. Irgendwo stimmt, also da ist ein Teil Wahrheit drin, dass du zu Hause, wenn du weißt, wie ich jetzt hier, ich habe hier mein Setting, ich habe gutes WLAN, dass ich hier gut arbeiten kann. Ja, das durfte ich meiner Wild Woman beibringen. Am Wochenende zum Beispiel in dem Haus, da habe ich auch einen Vortrag gehalten, da hatte ich kein gutes Setting, da hatte ich kein gutes Internet, da musste meine Familie und meine Freunde mussten dann rausgehen, damit ich meinen Vortrag halten kann. Das sind alle so Sachen, ja, das war schön für meinen Freiheitsgeist zu sagen, ich kann jetzt diesen Vortrag halten, unter dem Schloss Neuschwanstein sozusagen. Und dennoch war das irgendwo fürs Business nicht die beste Entscheidung. Ja? Und da lernt meine Wild Woman auch extrem viel. Genau, bevor wir das machen, lese ich mal ganz kurz eure Frage. Lisa schreibt, kenne ich, die wilde Frau hat mich aus einigen Arbeitsverhältnissen gekickt, daher habe ich leider gelernt, diese Dinge nur privat zu leben. Genau, dann darfst du mal schauen, was für ein Arbeitsverhältnis gibt es, wo du deine Wild Woman auch leben darfst. Ja? Und die Wild Woman, vielleicht war die ja auch in den Arbeitsverhältnissen bisher, liebe Yvonne, verletzt. Vielleicht darfst du dir da einfach ein bisschen zügeln auch. Nelly, Money Mindset ist auf jeden Fall ein lebenslanger Lernprozess. Yes, du weißt, wovon du sprichst, das ist es.
darfst du jeden Tag üben. Beispielsweise mache ich jeden Tag Money Journaling, Kundinnen und Kunden Journaling. Vielleicht hast du auch den, du hast wahrscheinlich den High Class Newsletter bekommen. Mach da mal die Activation Meditation. Anne schreibt, ich konnte mich viel bei der wilden Frau in Karriere erkennen, aber sie ist teilweise trotzdem verdrängt. Zum Beispiel, dass ich mich noch zu sehr zurückhalte. Ja, nicht mehr Handbremse lösen. Die wilde Frau löst die Handbremse. Ich liebe Rebellion, um meine Message zu teilen. Yes, ich liebe das auch. Ehrlich gesagt auch so Sachen wie mal Dinge in den Mund zu nehmen, von denen sich keiner traut, darüber zu sprechen. Ja? Julia beispielsweise spricht ja auch viel über Sexualität. Das ist bei so vielen noch ein Tabuthema. Ja? Das liebe ich. Das ist die wilde Frau, die sagt, no matter what, ich weiß da, ich kann da irgendwie meine Message rausbringen, dann mache ich das auch. Nelly schreibt, ich war im 9-to-5 auch einfach nur unglücklich, deshalb hat mich das gerade total angesprochen. Ja. Wie finde ich den Unterschied zwischen Intuition und Verstand? Körperresonanz, ganz wunderbares Tool, werden wir nächste Woche an. Der Archetyp ist für dich sicherlich auch sehr interessant, zu gucken. Du brauchst da auch einfach deine Ruhe und deinen Körper noch besser kennenzulernen. Nutzt du da auch die Liebende. Aber die alte Weise, da gehen wir ganz viel in das Thema auch noch rein. Anne schreibt, ich habe Angst vor Facebook-Ads, weil es was Neues ist oder ist es meine Intuition, die mir sagt, dass mein Weg ein anderer ist. Also mein Impuls ist gerade, mein erster Impuls war, warum Ads, wenn sie selber irgendwie noch die Handbremse angezogen hat. Ja, geh erstmal organisch raus ohne die Handbremse und dann schalte Ads. Ja? Weil du wirst merken, dass auch organisch Menschen zu dir kommen, wenn du die Handbremse löst. Das ist mein Impuls, ja. Und da brauchst du zum Beispiel, gehst du mal in die Stille und stellst dir mal die Frage, Ads, ja oder nein, und guckst, was kommt. Und deine Intuition wird dir die Antwort liefern. Und das, was als erstes kommt, ist meistens 99% der Fälle das Richtige. Genau. Aber nächste Woche wird auf jeden Fall ein wichtiger Teil für dich, die alte Weise, das ist der Anteil in dir, der weise ist, der weiß, was für dich das Richtige ist, der mit dem eigenen Seelenplan verbunden ist. Genau, die wilde Frau im Menstruationszyklus. 5 bis 7 Tage bevor die Blutung kommt, kennst du vielleicht die Phase, die leider unliebsame PMS-Phase, die viele Frauen als schrecklich empfinden. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe eine lange Zeit gedacht, die ist schrecklich, die Phase, wo ich so viel fühle, wo ich irgendwie so kratzbürstig mich fühle. Du bist nämlich in der Phase emotional reizbarer, sehr intuitiv, vielleicht auch hungriger. Da habe ich gemerkt, boah, eigentlich kommt doch da gerade nur das ans Tageslicht, viel meine Schatten, das ans Tageslicht, was wirklich ich bin und was raus muss. Da ist die Wild Woman, die irgendeine Message hat. Und das nehme ich ganz bewusst wahr. Und wenn du PMS, ja, die prämenstruelle Phase, wenn du das ganz klar für dich wahrnimmst, dann kannst du damit besser umgehen und kannst da auch deinen Vorteil daraus ziehen, ja, indem du merkst, boah, da kommt gerade mein Schatten hoch. Da kann ich was über mich wieder lernen. Genau, und da auch zu gucken, dass du keine voreiligen, unbedachten Entscheidungen triffst, impulsiv, sondern da auch da so ein bisschen deine Wild Woman auch ein bisschen streichelst, ja, in der Zeit. Genau. Sind denn die nächsten Wochen weiterhin live immer Mittwoch? Nächste Woche haben wir noch die alte Weise, genau. Im Mittwoch um 10. Und danach ist, du hattest die anfänglich nicht gemacht, da hast du die Aufzeichnung, hat unsere Mighty Networks hochgeladen. Die kannst du dir anschauen und gerne auch noch deine Fragen stellen dazu. So, deine wilde Frau kannst du heilen, indem du deinem Mutterarchetypen konsultierst, der Beständigkeit ausstrahlt, Vertrauen ausstrahlt, der dir dabei hilft, dieses Rebellische ein bisschen zu zähmen. Ja? Die Königin, die sehr bedacht auch handelt, die nicht impulsiv handelt, sondern sich beispielsweise in der Kommunikation mit dem Partner immer vorher Gedanken macht, dass sie eben nicht in den Vorwurf geht. Die Kriegerin, die den Fokus hat, die nicht von A nach B immer umherschwingt und super flowy ist, sondern die Kriegerin, die ihren Fokus hat. Ja? Gut. Das heißt, wir haben jetzt noch 7 Minuten für unsere Krafttiere. Okay, macht euch bereit. Die ersten 3, die hier schreien im Chat, kriegen von mir jetzt eine Krafttierkarte gezogen. Aber wichtig, du brauchst eine aktuelle Herausforderung, mit Blick auf diese dein Krafttier dich unterstützen kann. Schreib gerne in den Chat, wenn ich dir eine Krafttierkarte ziehen darf. Saskia war schnell hier.
Anne, ich bitte Julia hier. Da haben wir Saskia, Anne und Julia. Ihr kriegt von mir ein Krafttier. Schön, dass ihr da seid und schön, dass ihr euch für euer Krafttier öffnet. So, ich mache meine Musik an. Ihr dürft gerne entscheiden, ob ich mit der linken, mit der weiblichen Seite ziehen soll oder mit der rechten, der männlichen Seite. Meine linke Seite ist die weibliche, also bei jedem ist es, die weibliche Seite steht, ist die linke Seite, die männliche Seite ist die rechte Seite. Dürft ihr einmal ganz kurz reinschreiben, Saskia, Anne, Julia, wo möchtet ihr, mit welcher Hand soll ich ziehen? Anne schreibt links, Julia schreibt links, spannend. Und eure Herausforderung müsst ihr nicht teilen, nur habt eine Herausforderung im Kopf und schaut mal, inwieweit das Krafttier da auch euch unterstützen sein kann. Ob das passt, könnt ihr dann auch gerne im Chat teilen. Okay, also ich habe hier meine Krafttierkarten, seht ihr hier? Könnt ihr, glaube ich, im Fenster sehen? Habe ich hier und habe danach auch mal einen kleinen Text und eine Botschaft für euch. Also wir haben links, links, rechts. Anne, wir starten mit dir. Bist du ready? Ich mache es auch ein bisschen Wild Woman Style mit ein bisschen Wolfsmusik im Hintergrund. So, Anne ist hoffentlich ready. Yes. Denk an deine Herausforderung. So. Liebe Anne, du bekommst von mir die 31, die Schlange. Ich schenke dir die Kraft zur Selbstheilung. Du kriegst von mir nur eine Botschaft dazu, die du dir gerne aufschreiben kannst. Die Schlange. Sie symbolisiert die Kraft der Verwandlung, der Erweiterung des Bewusstseins, der Erneuerung und der Heilung. Sie steht für Intuition, Umsicht und die Kraft des Geheimnisvollen. Weil sie fähig ist, ihre alte Haut zu verlassen, schenkt sie auch die Kraft, sich von der Vergangenheit zu lösen, um Heilung zu finden. Nicht umsonst wurde die Schlange auch als Symbol der Heilung und der Medizin benutzt. Obwohl ihr Anblick für manche Menschen nicht angenehm ist und sie sich vielleicht sogar vor ihr fürchten, ist die Schlange eines der wundervollsten Krafttiere, denn sie weiß, die Kraft der Erneuerung stets für sich zu nutzen. Die Botschaft. Schlüpfe auch du jetzt endlich aus deiner alten Haut. Lass deine Vergangenheit hinter dir und vertraue deinem neuen Lebensweg. Und löse die Handbremse, selbst wenn sie vielleicht etwas holprig ist. Selbst wenn der Weg sonst etwas holprig ist. Lass alles, was gehen will, gehen. Das Neue offenbart sich, sobald du dafür Raum geschaffen hast. Nutze auch die Fähigkeit zur Heilung der Schlange für dich und für andere. Du brauchst immer wieder einen neuen Freiraum, um das Neue zu empfangen. Deine eigene Heilkraft in dir zu entdecken, nutze jetzt diese seltene Gabe. Passt, Anne? Also das mit der Handbremse auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Schreib gerne mal rein. Und ich mache gleich weiter mit unserer Julia. Und zwar mit links. Denk an deine Herausforderung. Liebe Julia, ich schenke dir Vorsorge und Sicherheit. Wir haben das Eichhörnchen. So süß. Das Eichhörnchen. Es symbolisiert die Vorsorge für die Zukunft und das Gefühl der Sicherheit und des Vertrauens. Seine Kraft steht für die unermüdliche Bemühung, seine Stärke zielgerecht und sicher einzusetzen, ohne Ablenkungen und Verzögerungen. Das Eichhörnchen sorgt rechtzeitig vor, indem es allerlei Essbares für die karge Winterzeit vergräbt und versteckt. Und bei Zeiten findet es zielsicher sein, vielerorts vergrabenes Futter, das es vor dem Hunger bewahrt. Es weiß, geschickt zu bevorraten, um darbende Zeiten in gute zu verwandeln für sich und seine Jungen. Die Botschaft: Es ist ganz in Ordnung, dir ein kleines Polster zu schaffen, auf dem du dich ab und zu ausruhen kannst. Daran ist nichts falsch, denn es ist gut, immer etwas in Reserve zu haben für magere Zeiten. Du brauchst das Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit. Aber achte darauf, dass das Nicht-Genug in deinem Leben nicht überhand nimmt und du dich immer mehr und mehr verlierst. Du musst es nur wollen und schon findest du die Grenze zwischen zu viel und zu wenig. Und damit die dir zuträgliche Menge. Achte jetzt mehr auf deine innere und äußere Balance.
Liebe Julia, kannst du etwas für dich mitnehmen? Anne sagt, lustig mit der Handbremse, hast du dazu bitte genaue Tipps, wie ich die lösen kann, nicht nur durch Journalen. Soll ich dir was sagen, Anne? Ist jetzt ganz radikal ehrlich und ich bin dein Coach, ich darf dich damit triggern. Löse sie einfach. Was bedeutet denn Handbremse lösen für dich? Gibt es irgendeinen scary Move, den du heute machen kannst? Machen. Referenzerfahrung kreieren. Keine Ausreden mehr. Das meiste, warum du es bisher nicht machst, die Handbremse lösen, ist ja, weil du Ausreden hast. Stell dir mal die Frage, und da darfst du jetzt gleich in die Selbstreflexion gehen, was geht dir dadurch verloren, dass du die Handbremse noch nicht gelöst hast? Ja, was hältst du dir alles oder was vorenthältst du dir alles? Also da radikal ehrlich, ich habe in meiner ganzen Coach-Laufbahn sind mir schon viel zu viele Ausreden untergekommen. Und da habe ich gesagt, das akzeptiere ich nicht mehr, weil Frage ist wirklich, was geht dir, was bleibt dir dadurch vorenthalten? Ja, dadurch, dass du immer noch mit deinem alten Drama verhaftet bist. Einfach mal machen. Ja? Aber auch da, wie gesagt, ich mache im April, kriegt ihr auch noch eine Mail, mache ich wieder One-on-One-Coachings. Wenn du sagst, das kann sein, dass das tiefer liegend ist, dass da eine richtige Blockade ist, dann schlage ich dir vor, mit mir ins Coaching zu gehen. Genau. Julia schreibt, Anne, ich hoffe, das war ein bisschen radikale Ehrlichkeit für dich, die gesessen hat. Kannst gerne mal reinschreiben. Ich bin da immer am liebsten sehr, sehr ehrlich. Julia, passt perfekt. Hatte gestern Coaching zum Thema Sicherheit und Essen. Wow. Wahnsinn. Großartig, genau so soll das sein. Love it. Okay, dann ist noch unsere Saskia dran. Du bist mit rechts dran. Denke an deine Herausforderung. Okay, liebe Saskia, du bekommst von mir, love it, passt zur wilden Frau, den schwarzen Panther. Ich gebe dir Mut und Freude am Unbekannten. Der schwarze Panther, er symbolisiert Mut, Stärke und die große Kraft des Unbekannten. Er geht seinen Weg oft in völliger Abgeschiedenheit und meidet den Kontakt mit anderen Wesen. Die Freiheit ist ihm wertvoller als das Zusammensein, denn sie gibt ihm die Stärke der Klarheit. Der schwarze Panther zeigt allen den Weg, dem Unbekannten mit Vertrauen in sich selbst und Gelassenheit zu begegnen. Er ist sich seiner Lebenskraft voll bewusst und das gibt ihm die Stärke, selbst die geheimnisvollsten Orte zu durchstreifen, ohne die geringste Angst dabei zu verspüren. Stets ist er offen, neue Wege zu erkunden und über sich selbst hinauszugehen. Die Botschaft. Die Kraft des schwarzen Panthers in dir will frei sein. Sie möchte sich dem Unbekannten öffnen und neue Wege gehen. Sie möchte dir helfen, deine innersten Wünsche zu erfüllen und nicht an Bekannten festzuhalten. Fürchte dich nicht, Fremdes zu erkunden, wenn du das tun möchtest, denn du kannst dabei nur gewinnen. Dann wirst du auch erkennen, dass es noch viel zu erkunden gibt, was dich interessiert. Nimm dazu jetzt allen Mut zur Hilfe, den Mut, endlich deine Schranken zu öffnen und die Grenzen hinter dir zu lassen, die du dir selbst gesetzt hast. Mit der männlichen Seite gezogen, passt, liebe Saskia, der schwarze Panther. Ich liebe dieses Krafttier, weil es so gut zur Wild Woman passt. Ne? Die Wild Woman hat keine Angst vor dem Unbekannten. So, ihr wundervollen, mächtigen Frauen, ich brauche ein Aha-Erlebnis von euch. Was habt ihr heute gelernt mit Blick auf eure wilde Frau? Schreibt gerne mal rein. Ja, wow, wie das einfach passt. Love it. Ja, ich liebe es. Ich ziehe mir regelmäßig, wenn ich weiß, ich habe eine Herausforderung vor mir, ziehe ich mir eine Krafttierkarte und die passt einfach immer wie die Faust aufs Auge. Darfst du dir jetzt auch gerne visualisieren. Also, ihr Wild Women, was habt ihr gelernt? Gibt es irgendwas, was neu war? Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, ja, da fühle ich wie die Anne. Danke übrigens, Anne, fürs Teilen, ja, die Handbremse zu lösen. Die Wild Woman in dir hat keine Handbremse, ja, die hat nimmt kein Blatt vom Mund, die gibt Gas, die ist wild, die ist rebellisch und diese wilde Natur dürfen wir alle wieder leben und du musst, das heißt nicht, dass du dich jetzt auf Social Media, sage ich mal, tanzend hinstellen musst du nicht, aber mach das mal zu Hause für dich, ja, dich mal wieder ganz frei zu bewegen, mach mal Ecstatic Dance, ja, also
dich einfach zu bewegen, zu gucken, was dein Körper dir für Bewegung vorgibt. Einfach mal anders machen. Dinge, das ist deine Aufgabe, mit der ich dich in die Woche entlasse, in die Restwoche entlasse, lasse Dinge einfach mal anders zu machen. Liebe Elisa, du bist jetzt nicht mehr dran gekommen. Ich hoffe, dass du trotzdem etwas mitnehmen konntest. Vielleicht auch das eine oder andere Krafttier ja auch zu dir passt. Frauen füllen an und Männer wollen sich entleeren. Yes. Und deswegen, vielleicht sagt euch das Wort Dakini auch was. Das ist so für mich die Frau, die mächtige Frau, die alle Facetten in sich lebt. Der gelingt es eben, weil sie so viele andere Avenues of Fulfillment hat. Der gelingt es unglaublich gut auch, sich nicht immer nur mit der männlichen Energie anfüllen zu wollen. Gerne, gerne. Ich habe immer gependelt, aber das mit den Krafttieren ist einfach mega. Yes. Ich lebe die wilde Frau mehr als gedacht von 5 auf die 8. Lisa, du merkst, das Brot wird nach dieser Session sowas von weiterbacken. Die Wildheit wird sich zeigen. Ich habe gelernt, dass ich meine wilde Seite leben darf und damit rausgehen muss. Es darf mir egal sein, was andere denken. Ja, und das Ding ist, dass es auch immer wieder passieren kann, dass es dir nicht egal ist, was andere denken. Das ist mir auch nicht immer egal. Ich aktiviere nur, dann denk an den Schnips, ich aktiviere nur dann den Anteil in mir, den ich dahingehend brauche. Und ich mache dann, gerade dann, wenn ich merke, oh, das ist jetzt aber was, was vielleicht die eine oder andere Person nicht so cool finden könnte, oder aber das, was vielleicht nicht so gut ankommen könnte, genau dann mache ich das. Das habe ich gelernt und da hat mir meine wilde Frau extrem geholfen. Wenn ich schon merke beim Posten, oh Gott, das ist jetzt aber irgendwas, da habe ich jetzt aber ein bisschen so vielleicht Triggerpotenzial, das könnte den einen oder anderen triggern. Wenn ich merke, da kommen Zweifel hoch, schalte ich die Wild Woman an, weil die macht nämlich einfach. Genau, das Buch und die Karten sind in der Bücherliste verlinkt. Danke, Mighty M. Kannst du dir einfach anschauen und dann auch selber bestellen. Ich finde die großartig. Das ist mein Krafttier finden. Genau. So, ihr Wild Women, ich entlasse euch in eine schöne Restwoche. Wir sehen uns nächste Woche mit der alten Weisen. Brauchst du definitiv dieser Anteil in dir? Das ist ein, und auch bitte denkt an meine Kundin, die gesagt hat, ich habe gedacht, das Archetypentraining ist mir zu spirituell. Denkt an diese Frau, die gesagt hat, das hat für mich alles verändert. Ja, also auch wenn du sagst, boah, keine Ahnung, was mich jetzt da noch erwartet, wenn ich heute schon Krafttiere hatte, dann sei dabei. Ja? Das nächste Woche wird auch aufgenommen, genau, wird aufgenommen, wird auch hochgeladen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du beim letzten Mal live dabei bist, das irgendwie einrichten kannst. Wenn nicht, gibt es aber eine Aufzeichnung. Mighty, danke. Love it, Lisa. Leider nicht, aber dann guckst du auf jeden Fall die Aufzeichnung. Und wenn du magst, gib auch gerne Feedback. Und wenn du Bock hast, verlinke super gerne auch, mach gerade ein Foto, verlinke das auf Social Media. Würde ich mich sehr freuen. I am unterstrich Nathalie Bruine. Genau. Gerne, liebe Nelly, und ganz viel Spaß beim Umzug planen. Love it. Ich finde es großartig. Let's rock and roll. Schöne Woche euch allen. Yes, ich sehe, liebe Yvonne, eine Wild Woman aktiviert. Bis nächste Woche.